freue mich, dass so großes Interesse an Clara Zetkin besteht und an der Frage, wie man mit der Clara Zetkin-Straße und anderen Tübinger Straßen umgeht. Ich bin Renate Angstmann-Koch und spreche hier für die Rosa-Luxemburg-Stiftung und möchte in deren Namen alle ganz herzlich begrüßen. Ganz besonders natürlich die Podiumsteilnehmer und möchte auch im Namen der Gemeinderatsfraktion der Tübinger Linken begrüßen und des Kommunalpolitischen Forums der Linken Baden-Württemberg. Das sind hier die Veranstalter. Als die Kommission ihren Abschlussbericht vorgelegt hat über die Tübinger Straßennamen und dort die Empfehlung auftauchte, die Clara Zetkin-Straße mit einem Knoten zu versehen als Zeichen, da ist was problematisch an der Person, waren viele sehr überrascht. Einige haben dagegen auch protestiert. Es gab verschiedene Erklärungen, es gab auch Leserbriefe im Schwäbischen Tagblatt. Und wenn man sich mit der Biografie beschäftigt von Clara Zetkin, merkt man auf jeden Fall, es ist eine sehr interessante Person. Und deshalb freue ich mich auch, dass wir heute Abend über sie diskutieren können. Heute Abend geht es darum, wie hat die Kommission ihre Kriterien aufgestellt, welche Kriterien hat die Kommission aufgestellt, wie wendet die Kommission ihre Kriterien an, ist sie dabei Clara Zetkin richtig gelandet, was ist mit der dreiseitigen Würdigung von Clara Zetkin in dem Kommissionsbericht, ist die zutreffend, hält die wissenschaftlicher Betrachtungsstand, hält sie einen neuen Quellenstand, um all das soll es heute Abend gehen. Und ich möchte nur noch darauf hinweisen, wenn Sie nachher gehen, hier liegen Auszüge bereits aus dem Bericht der Kommission und aus das Gläserne Rathaus, da ist die Stellungnahme dazu der Tübinger Linken und draußen gibt es einen Büchertisch mit Literatur über Clara Zetkin und Rosa Luxemburg, da kann man dann vielleicht auch noch was finden. Aber jetzt übergebe ich erstmal das Wort an Manfred Handke, unseren Moderator. Ich freue mich sehr natürlich, dass die Kommission gut vertreten hier da ist und freue mich auf die Diskussion. Ja, vielen Dank, Renate. Ich bin kein Lautsprecher. Hören Sie mich hinten? Ja. Ja, gut. Oh, wunderbar hier die Akustik. Gut, ich hoffe, dass Sie alle hier mit Gewinn rausgehen heute. Lauter. Also ich hoffe, dass Sie alle mit Gewinn hier heute rausgehen nach diesen 2 Stunden und dass wir ja vielleicht den einen oder anderen Knoten vielleicht auch lösen können. Wir werden sehen. Spannend wird es sicherlich. Ich stelle zunächst mal die Mitglieder der Kommission vor. Es ist ja eine Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung und es sind die Gäste der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Links neben mir, also von Ihnen aus rechts, sitzt Dr. Johannes Großmann. Er ist Vorsitzender der Kommission, Privatdozent am Seminar für Zeitgeschichte für die Geschichte Westeuropas in Tübingen und hatte die Vertretung des Lehrstuhls für Geschichte Westeuropas in Berlin an der Humboldt-Uni gehabt. Und es geht jetzt auch in diesem, über den nächsten Semester nochmal weiter. Herr Großmann, Sie waren ja da bei der Hochphase schon ziemlich aktiv gewesen. Hatten Sie da überhaupt ein freies Wochenende? Jetzt zwischen... Also bei der... Achso, in der Hochphase der Arbeit, oder was? Ja. Ich habe nie freie Wochenenden. Nie, ja. Ja, sehen Sie, so anstrengend. Aber in der Tat war es eine sehr intensive Arbeit, ja. Links neben ihm sitzt Professor Bernd Stefan Greve. Er ist Direktor des Instituts für Geschichtsdidaktik und Public History, auch an der hiesigen Uni. Er hat in Geschichte promoviert. Herr Greve, ich habe gelesen, Sie waren von 2003 bis 2005 an der Hindenburg-Schule in Trier. War das grausam? Die heißt seitdem und deshalb nicht mehr Hindenburg-Schule. Seit 2009. Nein, also ich habe damals den Umbenennungsprozess in Gang gesetzt. Es hat mich als 10 Jahre lang als Student genervt, dass ich jeden Tag an diesem Namen vorbeigehen musste und dann wurde ich Lehrer dort und dann konnte ich endlich die Schule, also Mehrheiten organisieren, fragen,
wenn das Kollegium das beschließt. Man muss dazu sagen, die Schule ist 1919 nach Hindenburg benannt worden, also mit einem klar revanchistischen Schuss. Und dann anschließend gab es 3 Umbenennungsversuche der Lehrerschaft, die alle von der Verwaltung ausgebremst worden waren. Also das im Grunde habe ich nur den Willen der Lehrerschaft seit 1947 fortgesetzt. Und seit 2009 heißt sie Humboldt-Schule. Also das Kürzel HST hat sich nicht geändert. Das macht man gerne. Sie wissen das von Kusterding. Da kann man das beibehalten. Das ist dann alles billiger. Ganz außen, ich muss jetzt die Frau zuerst vorstellen, Gerlinde Strastein. Sie ist Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Tübinger Gemeinderat und sitzt auch im Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales. Seit wann sind Sie denn im Gemeinderat? Also ich bin seit 1999. Stimmt schon? Auch schon 24 Jahre. Ja. 24 Jahre. Da kann man was erzählen, glaube ich. Ne? Ja, richtig. Das müssen Sie mal machen. Und rechts neben mir ist Dr. Jörn Schüttrumpf. Er ist Autor und Verleger. Kommt aus Berlin. Er war von 2003 bis 2017 Geschäftsführer des Dietz Verlages in Berlin. Bis 2022 Leiter der Fokusstelle Rosa Luxemburg bei der Rosa Luxemburg Stiftung. Und er hat die Briefe von Clara Zetkin herausgegeben. Sie gelten, Herr Schüttrumpf, als Experte für Rosa Luxemburg und für Clara Zetkin. Da können wir uns dann heute einiges erwarten. Der Vollständigkeit halber möchte ich aber noch die anderen Mitglieder der Kommission kurz nennen zumindest. Dr. Regina Keiler, Leiterin des Uni-Archivs Tübingen, die Professorin Silke Mende vom historischen Seminar Neuere und Neueste Geschichte in Münster. Nicht, dass Sie denken, sie hat mit Tübingen nichts zu tun. Sie hat hier studiert, wurde promoviert und hat sich habilitiert von 97 bis 2018. Also auch 20 Jahre war sie doch Tübingerin und hat die Verhältnisse hier wahrscheinlich gut kennengelernt. Dann war noch Mitglied der Professor Roland Müller, der früher Leiter des Stadtarchivs in Stuttgart. Professor Boris Nieswand vom Institut für Soziologie Uni Tübingen. Er ist Institutsleiter und last but not least Udo Rauch, der Leiter des Tübinger Stadtarchivs. Wir wollen uns heute der Knotenfrage widmen. Wir wollen so eine kleine Analyse des Knotens machen. Es gibt meines Erachtens 2 Knoten. Ein Knoten von der Stadtverwaltung, der ursprüngliche Knoten, und der zweite, jetzt von der Kommission eingebrachte Knoten. Und da wollen wir gucken, welche Unterschiede es da gibt und wie die Folgerungen sind. Dann gucken wir nach 2 Beispielen. Ich glaube, den Paul Schmittener schaffen wir zeitlich wahrscheinlich nicht mehr, aber Bierer und Fürst vielleicht kurz anreißen und kommen dann zu Clara Zetkin mit ihrem Knoten. Da gibt es zunächst ein Statement von Gerlinde Strastheit und die Kommissionsmitglieder werden uns dann erläutern, wie Clara Zetkin denn auf die Liste kam und werden uns auch den dreidimensionalen Kriterienkatalog erläutern. Herr Schüttrumpf wird uns dann sagen, wofür Clara Zetkin damals, also zur Lebenszeit, 20er, 30er Jahre stand, wofür heute sie noch steht, so kurz gefasst vielleicht die wichtigsten Aussagen über Clara Zetkin. Dann kommen wir zum ersten Kritikpunkt der Kommission, die Demokratiefeindlichkeit. Jörn Schüttrumpf wird dann erwidern, 2. Kritikpunkt der Kommission, Mitwirkung an Justizverbrechen, auch da wird Jörn Schüttrumpf erwidern und dann haben wir noch einzelne Fragen zu Clara Zetkin und am Schluss soll auch das Publikum noch die Fragen stellen. Nun, also zunächst mal großen Dank an die Kommission, sie hat glaube ich schon eine Menge geschafft, Herr Großmann hat ja vorhin gesagt, er hat ein nie freies Wochenende, von daher war es ihm wahrscheinlich egal, ob er jetzt das eine oder das andere macht. Er hat sich über 1000 Straßennamen angeschaut, 1057 glaube ich, zumindest überflogen. Der Abschlussbericht der Kommission, der dient ja als Diskussionsgrundlage. Es sind weiter nichts als Empfehlungen.
Wir wollen dann heute sachlich und hoffentlich konstruktiv an die Sache rangehen, wollen sehen, was denn hinter diesen wissenschaftlichen Bewertungen auch steckt, wie belastbar sie sind. Denn nur so kommen wir ja zu einem begründeten Urteil auch. Die Stadtgesellschaft und die Stadt Tübingen, die hat sich in der Vergangenheit ja immer mal wieder mit Umbenennungen beschäftigt. Die Beispiele brauche ich Ihnen jetzt wahrscheinlich nicht sagen. Sie kennen sie alle aus den 90er Jahren, auch noch 2011 und 2013. Der Abschlussbericht der Kommission sagt jetzt, 6 Straßen sollen umbenannt werden. Da gab es vor 2 Wochen eine Veranstaltung. Heute geht es nur um den Knoten. Wie kam er aber in die Welt? Wie kam der Knoten an den Straßen, an den Masten ran? 2020 war die Fraktion Partei Demokratie in Bewegung und der Stammtisch unter Huhn im Rathaus hat den Antrag gestellt, dass man doch die Namensgeber Haber, Spranger und Schussen mal überprüfen soll, ob sie es denn verdienten, auf den Straßenschildern genannt zu werden. Dann kam die SPD-Fraktion und hat gesagt, wir brauchen aber eine Kommission dafür und außerdem soll eine erklärende Tafel angebracht werden an die Straßenschilder, die untersucht werden sollen. Diese erklärende Tafel soll auf das laufende Verfahren hinweisen. Das laufende Verfahren. Nach dem Gestaltungswettbewerb der Stadt gab es dann aber den Knoten. Ich weiß nicht, den Knoten kennen Sie alle, so ein ziemlich dickes, ich finde es nicht gerade ästhetisch, aber ist halt ein Knoten. Jetzt, Frau Strassdeit, dieser erste Knoten, was war das für ein Knoten? War der temporär oder wie wurde das diskutiert? Also, erstmal auch einen schönen guten Abend von mir und auch danke an alle Teilnehmenden hier am Podium, dass sie sich der kritischen Debatte zur Verfügung stellen. Also, ich verstehe bis heute nicht, warum Clara Zetkin überhaupt in die Listung der Kommission gelangt ist. Der Gemeinderat und sein zuständiger Ausschuss hat nie über dauerhafte Knotenvergaben entschieden. Die Kriterien dafür sind widersprüchlich. Zuerst ging es in allen Vorlagen um eine Kennzeichnung der Straßennamen, die zur Umbenennung untersucht werden sollen. Also um eine vorläufige Kennung, bis der Gemeinderat entschieden hat, ob Umbenennung oder nicht. So war ja auch die Aufgabenstellung des Wettbewerbs der Studierenden in der Hochschule für Kommunikation und Gestaltung in Stuttgart. Jetzt ist aber die Rede von dauerhaften Knoten für solche Personen, die den heutigen Wertevorstellungen nicht mehr entsprechen, aber nicht umbenannt werden sollen, darunter Clara Zetkin. Die Frage ist gar nicht geklärt, was ist Zweck der Knoten? Sollen die Knoten nun historisch aufklären? Dann müssten aber viele Straßennamen einen Knoten bekommen. Oder stellen sie eine besondere Art ewige Negativ-Kennzeichnung für die neuen aufgeführten genannten Personen dar? Für mich als Stadträtin stellt sich der zeitliche Gesamtverlauf zusammenfassend so dar. In den bisherigen Vorlagen waren immer von 11 Straßennamen die Rede gewesen. Dann im April 2022, also knappes Jahr, gutes Jahr, war dann von 14 Straßennamen in den Medien die Rede, also der SWR, RTF1, der GEA, das Tagblatt, also im GEA waren dann die 14 Namen aufgeführt, die einen Knoten bekommen haben. Unser Oberbürgermeister Herr Palmer war auch dabei, als die Knotenvergabe da gelaufen ist, alles gefilmt worden. Und er hat es ganz klar erneut nochmal gesagt, als vorübergehende, also zeitlich begrenzte Kennzeichnung bis zur Beschlussfassung. Hat er auch noch mal betont. Dann habe ich aber auch raushören können, dass der Herr Palmer, also unser Oberbürgermeister,
dass er, das habe ich so verstanden, lieber Knoten als eine Umbenennung. Also auch in Erwägung zieht. Ich bin jetzt auch ganz vorsichtig. Weil diskutiert im Gremium ist es weder im Fachausschuss noch im Gemeinderat ist es ja nicht diskutiert worden. Und ich denke auch über so ein Konzept kann man natürlich auch diskutieren. Das wären dann Umbenennungen zweiter Klasse oder auch, das kann man alles reden, aber das wär auch nicht für Clara Zetkin. Das kommt nicht für Clara Zetkin in Frage, das sage ich. Das ist dann problematisch. Und dann war halt am 5. Januar diesen Jahres, war die Vorlage versendet worden, am 5. Januar, da waren immer 11 Namen. Plus 7 weitere Namen mit Untersuchungsbedarf, darunter erstmals Clara Zetkin, also für uns Gemeinderätinnen, Gemeinderäte. Alles Namen, die Zitat, heutigen Wertevorstellungen nicht entsprechen. Wertvorstellungen nicht entsprechen. Das finde ich ein bisschen fragliche Klassifizierung, denn ich frage mich dann im Umkehrschluss, ob zum Beispiel Herzog Ulrich, Bismarck und König Wilhelm, die nicht untersucht wurden, den heutigen Wertvorstellungen entsprechen. Das sind ja Persönlichkeiten, die Blut an den Händen haben und also trotz viel Blut an den Händen nicht von der Kommission problematisiert wurden. Clara Zetkin dagegen wurde ohne Auftrag, also Auftrag gab es da zumindest meines Wissens nicht, wurde praktisch aufgenommen und in die Negativliste gesetzt. Und diese Sondersitzung jetzt am 9. Januar vom Fachausschuss Kultur, Bildung und Soziales hat die Kommission, die Fachkommission, dann erstmal berichtet. Genau 1,5 Stunden vor der Sitzung, 17 Uhr, kam aber 1,5 Stunden vorher ein 101 Seiten Abschlussbericht der Kommission, die dort zur Diskussion erstmals eingebracht wurde. Also, ich hatte nicht Zeit, das Skript da zu überfliegen. Ich habe natürlich geguckt bei Clara Zetkin, was steht denn da drin? Aber alles im Schnellgang. Und auf Anfrage im Ausschuss sagte mir Frau Dr. Harsch, sie hätten das bewusst nicht vor Weihnachten versendet, weil man nicht wollte, dass was durchsickert. Und heute frage ich mich, warum denn diese Geheimnistuerei? Warum wollte man die Debatte über die Empfehlungen der Kommission im Kulturausschuss nicht haben? Weil, wenn du nicht vorher gelesen hast, es wurde natürlich sehr eindrücklich alles rübergebracht, aber das ist so ein Bogen. Das ist alles widersprüchlich. Einerseits bekommt man ja als Gremium kurz vor knapp die Unterlagen. Andererseits wird bereits dann am 9. Januar von der Ausschussvorsitzenden, Sozialbürgermeisterin Frau Dr. Harsch, mitgeteilt, dass die Verwaltung die Vorschläge der Kommission übernimmt. So, mein Fazit, meine Fraktion lehnt den Knotengedanken nicht grundsätzlich ab, das haben wir auch nicht. Erstmal haben wir gedacht, das ist ja eine gute Idee, wenn dahinter eine aufklärerische Gesamtabsicht steht. Also wenn man vor Ort was Interessantes über die jeweilige Person erfahren kann, dann müssten aber sehr viele Knoten in Tübingen vergeben werden. Und auf Seite 12, wenn ich das noch sagen darf, auf Seite 12 und 13 des Kommissionsberichtes werden aber als einstimmiges Ergebnis jeweils ausschließlich Negativbeurteilungen kundgetan. Und bei Zetkin geht es um die Abteilung Demokratiefeindlichkeit und Beteiligung an Verbrechen. Und aus unserer Sicht verbrennt man so die Knotenidee. Gut, vielen Dank, Frau Schwarz. Dann halten wir fest am Anfang. Am Anfang gab es einen temporären Knoten. Man könnte ihn auch, weil die Wissenschaft sich noch nicht mit dem Namen beschäftigt hat, vielleicht vorwissenschaftlichen Knoten nennen. Der wurde halt angebracht, um zu demonstrieren, hier wird geschafft, an diesem Namen wird gearbeitet. Wir gucken mal, ob sich denn
die Vorwürfe irgendwie belegen lassen. Ursprünglich waren es dann 11 Knoten und von diesen 11 Knoten, die durch die Wissenschaft gingen, sollen 5 Knoten beibehalten werden. Bira, Spranger, Kurz, Schmidhenner und Schussen. Herr Großlanz, Herr Grewe, Sie sollten doch eigentlich entknoten. Stattdessen sind 5 Knoten noch übrig geblieben von den ersten 11. Haben wir schlechte Arbeit gemacht, würde ich mal sagen. Nein. Ich glaube, das grundlegende Problem in der Frage liegt sozusagen in der Erwartung bei so einem Prozess, es lassen sich oder ließen sich eindeutige Urteile fällen. Ja, also sozusagen positiv, negativ, schwarz, weiß, Straßennamen, die eindeutig umbenannt werden müssen, Straßennamen, die völlig unbescholten sind und beibehalten werden. Das ist natürlich was, was biografischen Realitäten nicht entspricht. Ja, wir haben nicht nur Heilige und Schwerverbrecher, sondern es gibt eine ganze Menge an Grautönen dazwischen. Und die Straßennamen bilden hier natürlich auch in gewisser Weise einen Querschnitt, wenngleich nicht einen vollständigen Querschnitt der Gesellschaft ab. Aber Sie haben das völlig zu Recht beobachtet, dass die Kommission sozusagen den Knoten selbstständig in die Hand genommen hat. Ja, also es gibt tatsächlich sozusagen den ursprünglichen Knoten, so wie ihn die Verwaltung vorgesehen hat, und der zunächst mal einfach der Markierung der Namen dienen sollte, die die Kommission näher untersucht. Ja, also um zu signalisieren nach außen hin, das sind die Namen, die in der Debatte sind, um Transparenz zu schaffen, um eine öffentliche Diskussion anzuregen über diese Namen. Die Kommission hat dann jetzt mal Gefallen an diesen Knoten gefunden, weniger ästhetisch, Sie haben sie ja gerade ästhetisch als nicht so hübsch empfunden, als eher an der Idee sozusagen eine Art des Stolpersteins, des Hinweises darauf zu schaffen, dass sozusagen hier was Bedenkenswertes ist, dass es hier was gibt, wo es sich lohnt, näher hinzugucken, wo es sich lohnt, sich mit dem Inhalt auseinanderzusetzen und mit einer Biografie auseinanderzusetzen. Also eine Möglichkeit, eben auf diese historische Dimension von Straßennamen aufmerksam zu machen und aus diesem Schwarz-Weiß von politischen Geschichtsbildern auszubrechen und zu einem differenzierten Umgang mit Geschichte anzuregen. Was die Kommission mit dieser, sage ich jetzt mal, mit diesem Veränderung des ursprünglichen Knotens nicht bezweckt hat, dezidiert nicht bezweckt, ist eine weitere Bewertungsstufe einzuführen im Sinne von, wir haben die Umbenennung, wir haben die Nicht-Umbenennung und dann haben wir nochmal die Knoten, das sind sozusagen die angeschossenen Straßennamen oder wie auch immer man das nennen will. Es geht also nicht darum, sozusagen nochmal eine weitere Hierarchisierung oder eine Stigmatisierung über diesen Knoten zu schaffen, sondern das Anliegen der Kommission war es, mit diesen umgewidmeten Knoten eine Möglichkeit zu schaffen, das, was sozusagen bislang pauschal in der ganzen Stadt mit diesen kleinen Kommentarschildchen seit den 80er Jahren leider nur sehr unzureichend wirklich war, nämlich eine differenzierte Auseinandersetzung mit diesen Straßennamen, das anzustoßen. Grundsätzlich, und da haben wir uns mehrfach auch drüber unterhalten in der Kommissionsarbeit, wäre es für uns sehr wünschenswert, wenn alle Straßennamen, alle Tübinger Straßennamen ausführlich kommentiert werden könnten. Ja? Und glücklicherweise leben wir nicht mehr in den 80er Jahren und insofern gibt es ja auch andere Möglichkeiten, das zu tun, nicht mehr nur Schildchen anzubringen, auf denen man dann auch aus Kostengründen nur begrenzten Raum hat, um Sachverhalte wirklich differenziert darzustellen, sondern das online zu machen. Eines der Beispiele, das wir uns dann näher angesehen haben, ist die Stadt München, die alle Straßennamen online verzeichnet auf einer städtischen Website stadtgeschichte-münchen.de, dort ausführlich auf Biografien eingeht und eben auch dezidiert auf die problematischen Aspekte jeweiliger Biografien hinweist, wenn es also beispielsweise Bezüge zum Nationalsozialismus gibt oder zu anderen ethischen Problemfeldern.
Der Knoten ermöglicht es aber, über eine solche pauschalisierende Kommentierung hinaus einzelne Fälle besonders sichtbar zu machen. Fälle besonders sichtbar zu machen, die aus Sicht der Kommission besonders umstritten sind, auch in der historischen Forschung noch besonders umstritten sind und die gleichzeitig auch ein didaktisches Potenzial in sich haben. Also sprich, zu zeigen, hier gibt es einen Straßennamen, das wäre vielleicht ein Thema, mit dem könnte sich auch eine Schulklasse beispielsweise auseinandersetzen. Ja? Hier Anregungen zu schaffen, um eben nicht nur durch Straßen zu gehen, die Straßennamen zu lesen und weiterzugehen, sondern tatsächlich auch sich mit den Biografien hinter diesen Straßennamen auseinanderzusetzen. Also insofern der Knoten als eine Art des Stolpersteins und gleichzeitig aber natürlich auch als eine Art des Zeichens, dass sich die Stadt mit diesen Namen schon auseinandergesetzt hat. Ja? Weil wenn Sie jetzt einen Namen haben, der problematisch ist und von dem Leute vielleicht wissen, das ist eine Person, die hat sich im Nationalsozialismus womöglich was zu Schulde kommen lassen oder hat sich demokratiekritisch geäußert, dann ist das ein Signal nach außen hin, sich über diesen Knoten dort genauer einzulesen und dann eben auch die entsprechenden Informationen abzurufen und zu sehen, die Stadt hat diesen Namen nicht einfach stehen lassen, sondern die Stadt hat sich tatsächlich inhaltlich damit auseinandergesetzt und hat hier eine begründete Position bezogen. Ja? Vielleicht willst du noch zwei Worte ergänzen. Ja, vielleicht darf ich dazwischen mal kurz. Ist jemand von der Stolperstein-Initiative da? Glück gehabt. Sie haben es nicht gehört. ich hätte was. Sie haben gesagt. Haben Sie Glück gehabt, Herr Hartke? Ja. Ich auch. Denn der Stolperstein-Initiative. Könnten Sie gerade Ihren Namen nennen? Oder? Ja, mein Name ist Udo Krausam. Okay, ja. Wir kennen uns schon von der Vorstellung des Berichts. Ich finde es einfach nett. Sollen wir das am Schluss regeln, Herr Krausam? Ja, zunächst nur kurz. Zum Stolperstein erinnert an die Opfer und nicht an Leute, die Täter verraten. Ja. Gut, dann brauche ich das jetzt schon mal nicht zu sagen. Das hätte ich jetzt eh gesagt. Das hätte ich auch gesagt. hätte ich jetzt eh gesagt. Dann streichen wir das, Art Stolperstein, oder? Nein, Sie wissen ja, dass ich Geschichtsdidaktiker bin und für mich ist es ganz wesentlich Ziel meiner Arbeit, dass ich jetzt junge Menschen, auch andere Menschen dazu bewege, sich über Geschichte und Deutung von Geschichte aktiv auseinanderzusetzen. Und dazu gehört es tatsächlich, dass man auch unbequeme Dinge, die mir nicht gefallen, und ich sag ganz offen, bei Clara Zetkin, das ging mir am Anfang, konnte ich es nicht glauben, ging mir total gegen den Strich, und das kann nicht sein. Aber, und das ist jetzt der Punkt, wenn es jetzt tatsächlich etwas gibt, was zur Debatte steht und wo es Deutungskonflikte gibt, worüber man streitet, dann bin ich der Auffassung, muss man das auch sichtbar machen. Und aus dem Grund, aus dem didaktischen, pädagogischen Grund raus, also ich habe das mit den Knoten auch dann gesagt, lass uns das doch auf Dauer stellen, weil auf die Art und Weise halten wir auch Debatten lebendig und setzen uns mit unserer durchaus nicht unproblematischen Geschichte auseinander. Also das ist das Ding und das ist was qualitativ anderes, also ich wäre gegen Messingplaketten in dem Fall, ich würde das auch wirklich trennen, aber es hat eine ähnliche Funktion, es ist, dient jetzt nicht dem Erinnern im Sinne an Verbrechen oder so, sondern es dient daran, lasst uns eine Debatte darüber führen, hier ist was umstritten. Gut, jetzt. Und dafür sind wir heute da. Also wir stellen uns dem. So wie ich aus der Antwort von Ihnen beiden raushöre, hat sich die Diskussion irgendwie in der Kommission dann verselbstständigt. Also unabhängig jetzt von den Gemeinderatsvorlagen, die ich gelesen habe, hat sich das verselbstständigt und dann kam halt dieser Dauerknoten heraus. Wer bimmelt? Achso. Ja, das ist unser Vorschlag aus der Kommissionsarbeit heraus, das tatsächlich weiter in der Diskussion zu halten. Und das, also die Entscheidung darüber, ob das passiert oder nicht, die liegt aber nicht bei uns. Naja, sondern das ist tatsächlich, wir empfehlen das und wer dann darüber beschließt, das ist nicht unsere Sache. Wir haben kein Mandat. Gott sei Dank. Aber das, nein, aber das. Dafür gibt es ein Stadtparlament. Ja, Sie können sich aber vielleicht auch vorstellen, Sie sagen das ja selber im Abschlussbericht, die Werte ändern sich, auch die Gewichtung von Werten ändert sich. In 10, 20 Jahren werden die Leute anders entscheiden, die darüber zu befinden haben. Dann haben wir aber Dauerknoten da, dann haben wir
halbe Stadt voller Knoten. Das ist ja auch nichts. Wenn Sie dann Besuch kriegen aus Hannover oder Ofterding, Düsseldorf, na, ihr habt aber viele Knoten hier. Darf ich? Also, wenn Sie mich direkt ansprechen. Und diese Knotenstraßen, diese dauerbeknoteten. Ja. Und diese dauerbeknoteten Straßen, die. Ja, das ist ja eine Stigmatisierung eigentlich. Da hat ja irgendjemand Dreck am Stecken. Ja, ne? Vielleicht schon. Vielleicht schon, das wollen wir heute diskutieren. Das wollen wir diskutieren. Bitte? Ja, genau, also lassen Sie uns das diskutieren. Und dafür sind wir da. Nun, dann gehen wir weiter im Programm. Also 5 alte Knoten sind auch 5 neue. Die haben aber einen anderen Status. Die sind ja durch die Wissenschaft gegangen, haben jetzt quasi einen wissenschaftlichen Status erreicht. Ob sie jetzt qualitativ anders oder besser sind, ist damit ja nicht gesagt. Man hat sich nicht entscheiden können. Zu den 5 alten, nein, zu den alten sind 5 neue halt gekommen. Das sind die gleichen. Und dazu kamen dann die 4 neuen Knoten, nämlich Clara Zetkin, Theodor Dobler, Fürst, Ernst von Fürst und Ludwig Krapf. Also insgesamt haben 9 Straßennamen diesen wissenschaftlich angereicherten Knoten sozusagen, wo man in der Biografie irgendwas gefunden hat, während vorher gesagt wurde, da könnte irgendwas nicht gut gelaufen sein bei dem Typ oder bei der Frau oder wie auch immer. Ist es jetzt ganz klar, die Wissenschaft sagt, da war was. Und ja, da kann man sich fragen, ob man in halt solch einer Straße leben möchte. Gut, wir lesen auch in der Gemeinderatsvorlage, jetzt in der neuesten von 2023, dass sich die Stadtverwaltung weiterhin vorstellen könne, mit diesem Knoten weiterhin auf kritische Namensgeberinnen und Namensgeber hinzuweisen. Das heißt, die Stadtverwaltung scheint jetzt schon so auf Linie zu sein, dass sie den Knoten als Alternative zur Umbenennung, nicht als Alternative für gar nichts, Beibehaltung ohne Kommentar könnte ja auch sein, aber als Alternative zur Umbenennung, das ist ja auch immer ein bisschen günstiger, als jetzt eine Straße umzubenennen, aber die Stadtverwaltung geht in dieser Vorlage gar nicht auf diesen neuen Status des Knotens ein. Wie lange der da sein soll, geht er irgendwann mal weg. Kommt wieder eine Kommission, die sich um den Namen kümmert. Da sagen Sie auch nichts dazu. Wie lange soll der Knoten da sein, von diesen neuen jetzt? Das ist tatsächlich die Entscheidung. Nein. Ich meine, machen wir uns doch nichts vor. Die Benennung der Straßennamen in Tübingen spiegelt die, ob es uns gefällt oder nicht. Vielleicht habe ich auch anders gewählt oder hätte anders gewählt. Ich wähle nicht in Tübingen. Aber vielleicht spiegelt sie tatsächlich die Machtverhältnisse, die in dieser Stadt lange geherrscht haben, wieder. Und insofern kann es tatsächlich sein, dass wir in einer Stadt voller Knoten enden. Also das ist so, weil zu dem Zeitpunkt, als man das benannt hat und bestimmte Mehrheitsverhältnisse waren, man hat sich nicht dafür interessiert, ob jemand was Dreck am Stecken hatte. Also gerade bei Altnazis ist das besonders häufig. Und man hat in vielen Fällen nicht genau hingeguckt. Und wir hätten gar keine Arbeit gehabt, wenn man vorher ein bisschen besser recherchiert hätte. Sondern es ist einfach aus einer Praxis raus erwachsen, dass im Grunde Straßennamen auf Zuruf und irgendein Stadtrat oder eine Stadträtin hat eine Idee, könnte man doch mal einen Straßennamen machen. Sehr vieles von dem, was wir jetzt herausgearbeitet haben, war doch in der Stadtgesellschaft bekannt. Also, dass ein Herr Niethammer oder ein Herr Haber oder ein Herr Spranger nicht unproblematisch sind, das weiß jeder. Das wussten auch damals die Stadträte. Das ist ein Resultat vergangener Machtverhältnisse und das dürfen wir kritisieren. Gut. Und also, über die Verstetigung ist ein Vorschlag. Wir sind nicht die, die darüber entscheiden. Also es wäre ja auch jemand von der Stadtverwaltung da, um mal zu sagen, dass die Stadtverwaltung richtig. Ja. Wir werden jetzt nicht diskutieren, aber so wie das dargestellt ist, ist es nicht ganz richtig. Ich habe nur das wiedergegeben, was in der Vorlage vom Gemeinderat steht. Recht.
Bitte? Ich habe nur das wiedergegeben, was in der Vorlage von ja, aber es ist nicht für den Gemeinderat steht. Auf Medien gebracht worden. Entschuldigung. Und es ist nicht so, dass das offen ist, dass es auf jeden Fall oder warum sie irgendwie, sondern das wird der Gemeinderat im Haus entscheiden. Naja. Also das ist, da ist keine Entscheidung von der Verwaltung getroffen worden. Nein, das ist hier Vorschlag. Also, ich hoffe, Sie fahren das auch rüber. Ja. Das ist nicht angemessen. Also wir als Kommission können hoffentlich auch die Stadtverwaltung nicht auf Linie bringen, weil dann wäre einiges ziemlich faul. Entschuldigung, sprechen Sie bitte ins Publikum. Ich wollte sagen, ich hoffe, dass wir als Kommission auch die Stadtverwaltung nicht auf Linie bringen können, weil dann wäre ja einiges faul in der Stadtverwaltung. Gut. Okay, ungeachtet dessen, dass der wissenschaftliche Knoten, so wie mir scheint, noch nicht so richtig durchdacht ist, ist die Knotenvergabe aber auch in manchen Fällen so nicht richtig nachvollziehbar. Nehmen wir nur das Beispiel Bierer. Vom Bierer haben Sie nichts. Eine Äußerung, wobei nicht ganz klar ist, ob sie antijüdisch oder antisemitisch war. Dann mit dem Fall Hirsch, da können Sie eben auch... Ja. Also wir fühlen uns angeguckt, wenn Sie... Also der Fall Hirsch wird auch nicht erklärt, inwiefern Bierer da beteiligt war. Und die Kommission sagt auch selber, dass sie auf Grundlage der vorliegenden Quellen keine Möglichkeit hat, eine individuelle Schuldzuweisung da festzulegen. Wie halten Sie es mit Herrn Bierer? Vielleicht ganz kurz. Er hat einen Knoten. Genau, Herr ein Bierer hat einen Knoten. Einen er hat einen alten und einen neuen. Also Herr Bierer war stadtschuldheiß in der Zeit, in der der Tübinger Gemeinderat, und das ist jetzt nachweislich, mehrfach antijüdische Beschlüsse gefasst hat. Es geht in dem Fall nicht um Rassenantisemitismus, denn das ist ein Phänomen, der was sozusagen dann erst später eintritt. Es geht aber durchaus um dessen Vorgeschichte. Ja. Was aus den Quellen nicht klar hervorgeht bei Bierer ist, was sein persönlicher Anteil an diesen Beschlüssen ist. Ja, da ist die Quellenlage leider nicht so, wie wir uns das gerne gewünscht hätten. Insofern können wir ihm beispielsweise nicht nachweisen, dass er als Stadtschuldheiß hier als besonderer Scharfmacher in Erscheinung getreten ist. Aber die Kommission hat angesichts doch der Tragweite dessen, was der Gemeinderat in dieser Zeit beschlossen hat und auch der historischen Nachgeschichte dieses Antijudaismus und auch der Rolle, die gerade die Ereignisse im 19. Jahrhundert für die Entwicklung dann des modernen Antisemitismus haben, darauf verwiesen, dass hier weiterhin Klärungsbedarf besteht, beziehungsweise es eine Thematik ist, die man nicht einfach aus der Öffentlichkeit sozusagen stillschweigend verbannen sollte. Außerdem haben wir in diesem Kommissionsbericht eben deshalb auch ganz explizit angeregt, dass sich die Stadt von antijüdischen und antisemitischen Beschlüssen dieser Zeit distanzieren sollte. Ja. Also insofern hat das nichts mit Unwissenschaftlichkeit zu tun in diesem Fall, dass wir empfehlen, den Knoten dran zu halten, sondern es hat schlichtweg damit zu tun, dass wir die Person Bierers in diesem Falle nicht eindeutig verantwortlich machen können, aber eine strukturelle Verantwortung durchaus ableitbar ist aus den Quellen. Gut, die strukturelle Verantwortung hätten wir vielleicht auch beim Herzog Ulrich, Christoph und Graf Eberhard. Das waren Judenhasser, die haben Juden aus Tübingen vertrieben. Der eine, ich glaube der Christoph, der wollte die Juden aus dem ganzen Reich vertreiben. Da sagt die Kommission aber, solche Fälle für eine mögliche Umbenennung, also sie sieht diese Verfehlung, aber diese Verfehlung war zu geringfügig, zu folgenlos oder zeitlich zu weit weg. Oh, Tübingen, die Uni ist offenbar. Zeitlich zu weit weg. Demgegenüber bekommt der Herr Fürst, der zur gleichen Zeit gelebt hat, und also sein Chef war der Herzog Ulrich, der Herr Fürst bekommt einen wissenschaftlichen Knoten, obwohl man ihm direkt auch nichts nachweisen kann. Und bei den dreien hält sich die Kommission raus. Also,
Zunächst mal würde ich all denen, die hier so groß Beifall klatschen und laut aufschreien, selber mal empfehlen, sich mit 1059 Namen intensiv auseinanderzusetzen. Sie werden wahrscheinlich schon bei 10 an die Grenzen dessen kommen, was sie in ihrem Leben leisten können, wenn sie wirklich extremst in die Tiefe gehen wollen. Ja. Dann, ja, nächster. Genau. Ja. 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 Wir fangen gleich. Wir machen gleich weiter. Wir kommen zu Zetkin. Und dann bedeutet es, dass wir, also wir haben eine Auswahl von 18 Straßen, die wir intensiver diskutiert haben. Ja? Nur bei diesen Namen haben wir über Umbenennung oder Nicht-Umbenennung entschieden. Und nur bei diesen Namen haben wir am Ende aus einer fundierten, intensiven Auseinandersetzung mit Quellen, mit Literatur auch diese Knotenempfehlung gegeben, wenn wir sie gegeben haben. Ja? Bei den anderen, wenn Sie den Kommissionsbericht genau lesen, dann sollte Ihnen das auch klar geworden sein, bedeutet das nicht, dass wir Sie freisprechen von jeder Art der historischen Belastung. Ja? Es sind nur Namen, mit denen wir uns nicht intensiver und im Detail auseinandergesetzt haben. Dafür gibt es arbeitspragmatische Gründe, ja, wie ich gerade versucht habe darzulegen. Es gibt aber auch noch andere Gründe, dass wir beispielsweise Doppelung von Arbeit insofern vermieden haben, dass wir auch natürlich geguckt haben, wie sieht es aus mit der Diskussion von Straßennamen an anderen Orten. Gibt es bestimmte Namen, die an anderen Orten schon diskutiert worden sind? Es gibt in Baden-Württemberg mehrere Straßen, die nach Ulrich benannt worden sind. Es gibt und gab eine eigene Kommission, Bernd Greve war mit dabei, die über den Namen der Universität diskutiert hat, in der Ausführlichkeit über einen Namen, ja, wie wir das in der Kommission nie hätten leisten können. Ja. Und deshalb mussten wir, obwohl wir schon diese Erweiterung von 11 auf dann insgesamt 18 Namen vorgenommen haben, an manchen Stellen einen Punkt machen und sagen, das können wir einfach in dem Rahmen nicht leisten. Im Kommissionsbericht ist aber sehr deutlich vermerkt, mit welchen Namen wir uns kritisch befasst haben. Ja. Es besteht durchaus Anlass, bei einigen dieser Namen weiter nachzuhaken, denen weiter nachzugehen. Ein Bismarck ist zum Beispiel auch schon hier angesprochen worden. Ein Ulrich ist sicherlich auch ein Fall, den sich insbesondere Frühneuzeithistoriker, wir hatten niemanden davon leider in unserer Kommission, aufgrund der ursprünglichen Auswahl der Namen, mit denen wir uns befassen sollten, lag das nicht auf der Hand. Genauso wie bei Ernst von Fürst. Das sind alles Fälle, mit denen sich gerne nachfolgende Generationen von HistorikerInnen noch weiter auseinandersetzen dürfen. Ja? Die Arbeit ist nicht abgeschlossen an diesem Punkt. Ja? Dass wir eine Straße nicht für eine Umbenennung empfohlen haben und nicht in diese nähere Auswahl der 18 Namen aufgenommen haben, bedeutet nicht, dass sie ein für alle Mal freigesprochen ist von allen anderen Dingen. Anders wiederum sieht es bei den 18 Namen aus, die wir genauer unter die Lupe genommen haben, die wir intensiv untersucht haben, wo wir wirklich tief in die Literatur, in die Quellen reingesehen haben und wo wir auf dieser Basis ein wirklich ausführlich durchdachtes, begründetes Urteil abgegeben, Empfehlung abgegeben haben. Ja? Das bedeutet beispielsweise, um jetzt auf Clara Zetkin sprechen zu kommen, eben auch, dass wir hier explizit gewürdigt haben, dass die Verdienste, die problematischen Aspekte in dieser Biografie deutlich überwiegen und dass wir deshalb für eine Beibehaltung dieses Straßennamens plädieren. Ja? Was gut, im Übrigen, da kommen wir ja gleich noch zu Clara Zetkin. Mir ging es nur um die Belastbarkeit des wissenschaftlichen Knotens und ich glaube, dass der bei einigen Beispielen eigentlich, dass die Belastbarkeit nicht arg groß ist. Zum Beispiel? Bierer habe ich gesagt, Bierer. Fürst, auch Paul Schmidt-Henner nicht. Und jetzt wollen wir gucken, wie... Nein, trotzdem nochmal nachgefragt, weil Sie jetzt einfach sagen, die Belastbarkeit ist nicht gegeben und das sei wissenschaftlich nicht so begründet. Das ist ja ein harter Vorwurf. Ja. Wenn die Quellen nicht da sind und wenn die Literatur nicht da ist, können wir nur mit dem arbeiten, was da ist. Ja, eben. So, ja. Eben. Genau. Aber wenn ich nicht das ist ganz normales historisches Arbeiten. Wir haben für jemanden wie Clara Zetkin deutlich mehr an Literatur vorliegen, deutlich mehr an Quellen vorliegen, als für jemanden, der beispielsweise im 17. oder im 18. Jahrhundert gelebt hat. Das ist leider so. Und noch weniger der im 15., 14., 16. Jahrhundert. Genau. Aber der kriegt einen Knoten. Gut.
jetzt kommen wir zu Clara Zetkin. Das ist die Folie Nummer 2. Wohnt jemand von Ihnen in der Clara Zetkin Straße? Ist jemand da? Nicht? Ja. Gut. Hätte mich interessiert, wie Sie sich fühlen jetzt seit dem Kommissionsbericht. Vielleicht haben sich auch die Immobilienpreise da geändert. Also weiß man alles nicht. Gab es denn in anderen Städten Diskussionen über Clara Zetkin? Also in Stuttgart, da wohne ich, da weiß ich, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Da gibt es auch ein Clara Zetkin-Heim. Ich bin da hin und wieder und die Leute sind sehr freundlich und es ist eigentlich immer recht gut gefüllt dort. Wie aber kam Clara Zetkin denn auf die Liste, Herr Großmann, Herr Grewe? Und wie lief die Diskussion dann in der Kommission ab? Also vielleicht noch mal ganz kurz, am Beginn dieser Kommissionsarbeit stand, wie gesagt, die Shortlist mit 11 Namen. Und ausgehend von dieser Shortlist, das war ja ein Arbeitsauftrag, sollten wir Kriterien für eine Umbenennung entwickeln. Und außerdem diesen vergleichenden Blick auf alle Straßennamen werfen. Neben der Sekundärliteratur hat bei der Überprüfung auch eine Rolle gespielt, wann der Name vergeben wurde. Beispielsweise sind wir auf die Albrechtstraße überhaupt erst dadurch so richtig aufmerksam geworden, als wir auf das Vergabedatum geblickt haben. Wir haben aber auch andere Straßen untersucht, die beispielsweise in der NS-Zeit dann vergeben wurden, Daimlerstraße, Danziger Straße. Es spielte eine Rolle, ob diese Namen schon an anderen Orten, in Tübingen bereits diskutiert wurden. So war es bei der Fürststraße, deshalb war das ein Fall, der sozusagen auf die Liste kam. So war es bei der Krapfstraße, in deren Dingen. Und es hat eine Rolle gespielt, ob und wie ein Straßenname womöglich auch andernorts schon verhandelt wurde. Eberhard ist hier ein Beispiel, die Bäumerstraße ist ein Beispiel, die Bismarckstraße, aber eben auch die Zetkinstraße. Und Clara Zetkin auf diese engere Liste draufzunehmen, war eine Entscheidung, die innerhalb der Kommission relativ spät gefallen ist. Das lag daher daran, dass wir einfach diesen Wust an Straßennamen nach und nach abarbeiteten, hier Parallelarbeit auch stattgefunden hat. Wir also einerseits uns intensiver mit den bereits 11 identifizierten, später sind es ja 14 Namen, auseinandergesetzt haben. Und die Entscheidung, die Clara-Zetkin-Straße dann tatsächlich auch näher zu untersuchen, ist im Mai 2022 gefallen. Und das wurde im einstimmigen Konsens. Wer genau hat es denn entschieden? Ja, wer genau? Die Kommission. Die Kommission, Kommission mit 7 Stimmen. Wir haben einstimmig. Ja. Einstimmig. Ja, genau. Und also das war wirklich so, dass man sagt, da können wir jetzt erstmal nicht drüber gehen. Und ich kann vielleicht sagen, wir sind nach Berufsgruppen, um Vergleichbarkeiten zu haben, wir sind nach Berufsgruppen zum Beispiel. Wir haben angeguckt, wer ist Nazi. Wir haben angeguckt, wer ist Kolonialist. Wir haben angeguckt, wer ist Menschenfeind, wer hat Frauen verfolgt und so weiter. Das heißt, wir haben versucht, Leute nebeneinander zu halten, die Gemeinsamkeiten in der Biografie haben. Und da war jemand, der sich für Frauenwahlrecht eingesetzt hat, einfach nicht natürlicherweise auf dieser Liste. Auch die Benennungsgründe für Clara Zetkin waren völlig andere, sodass sie für uns jetzt erstmal gar kein Prüfungsfall war. Und dann... Ja, aber wer hat Clara Zetkin zum ersten Mal genannt, dass sie überprüft werden soll? Das weiß ich nicht, vielleicht war es ich, vielleicht war es... Ich weiß es wirklich nicht mehr. Warum? Gut, jetzt, die Gründe dafür... Jetzt wird uns vielleicht interessieren... Ja, uns wird interessieren... wer kam dann mit der Idee und wer hat dann gesagt, oh, da muss man aber mal näher ran? Und waren dann gleich alle einverstanden? Genau. Also die Vorgehensweise war so, dass wir auf Basis dieser 1059 Namen im Prinzip erstmal alle biografischen Namen in den Blick genommen haben, die durchgeguckt haben, dazu Kurzbiografien erstellt haben, ja, und auf Basis dieser Kurzbiografien dann in der gesamten Kommission mit allen anwesenden Mitgliedern diese Namen durchgegangen sind und darüber entschieden haben, ob wir sie näher untersuchen sollen oder nicht näher untersuchen werden. Ja, das ist ein Prozess, der in 2-3 Stufen funktioniert hat. Also das heißt, erst mal alle durchgegangen und das dann nach und nach ein kleinerer Kreis wurde und am Schluss dann insgesamt diese 7 Namen rausgekommen sind, die wir zusätzlich auf die Liste genommen haben, inklusive der Clara-Zetkin-Straße. Okay. Und der
der Aspekt, um den es geht und um den wir jetzt gleich diskutieren werden, ist, dass wir einfach darauf gestoßen sind, dass Sie als Ankläger in einem Schauprozess gegen Sozialrevolutionäre 1922 aufgetreten ist. Und das war dann der Aufhänger. Das war der Ausleser. Und der gesagt, da können wir nicht einfach sagen, das ignorieren wir, weil wir die Clara Zetkin für andere Sachen so toll finden. Ja, gut. So. Ich wollte Ihnen noch die Clara Zetkin-Straße eigentlich zeigen, deshalb habe ich das gemacht. Die ist hier oben auf dem Herlesberg. Wir haben hier Lustenau. Da oben, das ist die Straße Richtung Frohndorf und das ist der schöne Herlesberg und das ist diese kleine Straße hier. Da. Ich wollte nicht näher ran, weil ich den Leuten nicht ins Wohnzimmer gucken wollte. Da sind vielleicht 8, 9 Häuser. Ja, um diese kleine Straße geht es. Aber Frau Strasser, Sie wollten jetzt zu Clara Zetkin noch was sagen. Ja, genau. Also Clara Zetkin wurde ja von Kaiser Wilhelm einmal als die gefährlichste Hexe Deutschlands bezeichnet. Ehrentitel. Und im Jahr 1919 war Zetkin zeitweise von einem Mordanschlag durch nationalistische Studenten bedroht, deshalb floh sie einige Tage nach Tübingen. Das berichtete der Tübinger Tagblatt-Anzeiger in seiner Ausgabe vom 1. August 2007 in einem Beitrag von Helmut Eisenbach. Morgen früh lebt die alte Hexe nicht mehr. Solche Ankündigungen von bewaffneten nationalistischen Studierenden gelangten von einem rechtsradikalen Wirtshaustisch an das Ohr des sozialistischen Studenten Felix José Weil in Stuttgart, der Clara Zetkin daraufhin schleunigst weg nach Tübingen in Sicherheit brachte, und zwar zu seiner Cousine namens Julie Stern in die Neckargasse 4. Dort lebte Clara Zetkin einige Tage versteckt, bis in Stuttgart ein Schutz für sie organisiert war. Ihr Beschützer Weil war politisch aktiver Sozialist und gründete im Jahr 1924 mit seinem Vermögen die spätere Frankfurter Schule mit. Ich sage das, weil ich gut gefunden hätte, wenn die Kommission zu Tübinger Straßennamen diesen direkten Bezug von Clara Zetkin zu unserer Stadt recherchiert, für ihre Beurteilung aufgegriffen hätte. Ich habe erst gestern davon erfahren, mit diesem Zeitungsausschnitt aus dem Nachlass von Gerhard Bialas. Dafür danke Walburg Werner, die es mir gestern Mittag gebracht hat. Und die Kopie liegt auch noch aus. Also die Aufgabe der Kommission war es, Vorschläge für Straßenumbenennungen in Tübingen zu machen und qualifizierte Kriterien dafür zu nennen. Diese Aufgabe hat die Kommission aus unserer Sicht erfüllt. Das finden wir gut. Der Gemeinderat kann jetzt von Fall zu Fall über die einzelnen Vorschläge befinden. Aufgabe der Kommission war es aber nicht, Dauerknoten als Negativlabel zu verleihen und schon gar nicht an Personen, die in einem antifaschistischen Kontext stehen. Wir kritisieren eine ethisch und historisch problematische Auswahl der Kommission, die tatsächlich verbrecherisches, kolonialistisches und antidemokratisches Verhalten von bekannten Namensgebern gänzlich ausblendet. Siehe Herzog Ulrich, siehe Bismarck und siehe König Wilhelm, die nicht verknotet werden und somit reingewaschen sind. Wenn Knoten vergeben werden, dann darf man bitte nicht mit zweierlei Maß messen. Noch heute streiten sich Nachfahren Bismarcks mit Museen um Raubgüter aus dem Kolonialherrschaft des Deutschen Reiches. Das war ja vor kurzem im Spiegel, wurde darüber berichtet. Die Bismarckstraße steht dennoch nicht zur Diskussion. Die Innenpolitik des Eisernen Kanzlers war erklärtermaßen antiparlamentarisch und demokratiefeindlich. Die sozialdemokratische Arbeiterbewegung belegte er mit Verboten. Seine Zeitgenossin Clara Zetkin war vom Sozialistengesetz unmittelbar betroffen. Tübingen hat bereits gewichtet. Die Clara Zetkin-Straße auf dem Herlesberg ist eine kurze Sackgasse. Die Bismarckstraße ist eine der längsten Straßen in Tübingen. Clara Zetkin war nicht nur Vorkämpferin für das Frauenwahlrecht und Gründerin der Sozialistischen Fraueninternationale. Sie war eine charakterstarke demokratische Kommunistin,
die wir anerkennend, aber auch kritisch würdigen sollten, ebenso wie wir den Widerstand des 20. Juli 1944 gegen Hitler würdigen oder die Beteiligten am Mössinger Generalstreik gegen die Machtergreifung Hitlers. An Clara Zetkins Händen klebt kein Blut. Sie ist nicht für die stalinistischen Verbrechen verantwortlich, die im Namen des Kommunismus begangen wurden. Und ich bin keine Historikerin. Ich bin Arzthelferin, davon über 25 Jahre Personalrätin am Tübinger Uniklinikum mit 10.000 Beschäftigten. Am Internationalen Frauentag haben wir seit dem bundesweiten Streiktag 1994, da haben wir, also der Personalrat, die Gleichstellungsbeauftragte und der Vorstand, eine Frauenversammlung während der Arbeitszeit gemacht, seit 1994, seit diesem damaligen Streiktag. Clara Zetkin und ihre Wirken als Feministin der Arbeiterinnenbewegung spielten dabei immer wieder eine Rolle. Das muss ich hier mal ganz klar sagen. Zu Recht. Und die Knotenverleihung, genau, an Clara Zetkin durch die Geschichtskommission zur Überprüfung der Tübinger Straßennamen stellt die sozialdemokratische und später kommunistische Frauenrechtlerin und Antifaschistin auf eine Bewertungsstufe mit Nazis, mit Militaristen, Rassisten und Kolonialisten. Das steht auf Seite 12 und 13 des Berichtes. Das ist gelistet wie in Stein gemeißelt und wurde von allen Medien in der Region ja entsprechend so wiedergegeben. Und ihr wird im Abschlussbericht der Kommission Demokratiefeindlichkeit und Beteiligung an Verbrechen vorgeworfen. Meine Fraktion widerspricht dieser Einstufung. Clara Zetkin war eine der ersten Frauen in Deutschland, die sich parlamentarisch engagiert haben. Die Landeszentrale für politische Bildung bezeichnet sie als Wegbereiterin der Demokratie im Südwesten. Und wir fordern die Kommission auf, ihre Knotenempfehlung zu überdenken. Und wir fordern den Tübinger Gemeinderat auf, diese stigmatisierende Gewichtung Zetkins nicht umzusetzen. Das war mein Statement dazu. Vielen Dank, Frau Strassdeit. Ich habe Ihnen mal den Lebenslauf so aufgelistet. Sie können wahrscheinlich hinten nicht lesen, was das gelb Unterlegte heißen soll. Das habe ich so als Reminiszenz des Internationalen Frauentages in der letzten Woche aufgenommen. Da steht, wie der Arbeiter vom Kapitalisten unterjocht wird, so die Frau vom Manne. Und sie wird unterjocht bleiben, solange sie nicht wirtschaftlich unabhängig dasteht. So, gut. Bevor wir jetzt, wir brauchen noch eine Erläuterung der Kriterien, die die Kommission angewendet hat. Gerade der Vorwurf, eine Stufe mit Nazis. Wollen Sie darauf eingehen? Ja. Gut. Vielleicht darf ich kurz sagen, vielleicht darf ich kurz sagen, dass wir in weiten Teilen mit dem übereinstimmen, was Sie gerade dargelegt haben. Wir sehen in Clara Zetkin eine Vorkämpferin für das Frauenwehrrecht, wir sehen in Clara Zetkin eine Kämpferin gegen den Faschismus. Das ist alles unbestritten und das wird nicht relativiert. Das relativieren wir mit keiner einzigen Zeile. Das möchte ich einfach festhalten. Moment. Lassen Sie bitte aussprechen. Wir haben da keinen Dissens an dem Punkt. Das können wir einfach schon mal vielleicht festhalten, dass der Punkt nicht das ist. Sondern, und jetzt, wenn es heißt, in der Liste, da steht Demokratiefeindlichkeit und da steht Beteiligung an Justizverbrechen. Und das heißt, in dieser Liste steht das so, aber das heißt nur, in welchen ethischen Problemfeldern haben wir die Biografie Clara Zetkin geprüft? Das heißt nicht, Clara Zetkin ist eine notarische Feindin, ist an Justizverbrechen. Das heißt das zunächst nicht, sondern das heißt zunächst nur, das ist das Problemfeld, in dem wir es geprüft haben. Und da, genau, und das wollte ich einfach nochmal deutlich machen. Was nämlich hier der Punkt ist, ist auch ein Verständnis dessen, was Demokratie zu welcher Zeit meint und für und gegen welche Form von Demokratie man sich positioniert. Und bei, was wirklich problematisch ist, ist auch die Frage, was für eine Art Justiz haben wir 1922 in der Sowjetunion?
Deutschland? In Deutschland ganz genau. Der Niethammer war der Schlimmste auf der Liste, den wir hatten. Und der war vorher nicht, den haben andere Leute nicht gesehen. Also das ist zum Beispiel ganz eindeutig ein Verbrecher. So, Punkt. Gut, wir sind bei Clara Zetkin immer noch. Wollen Sie noch ganz kurz was zu den Kriterien sagen? Ja, ja, dann kommt der Herr Schüttgen. Danach kommt er. Aber die Kriterien brauchen wir erst noch. Ich sage vielleicht noch einen Punkt zur Ergänzung zu den Kriterien. Auch wenn Sie sich an den Kopf langen, das tut mir leid, dass Sie so leiden müssen. Also einerseits in dieser Tabelle sehen Sie nur die erste Ebene der Kriterien, die für uns relevant waren, nämlich dieses ethische Problemfeld. Wir haben ganz bewusst kein Daumen hoch, Daumen runter, schwarz-weiß Entscheidungen in diesem Bericht getroffen, weil sich die, wie ich eingangs dargestellt habe, auch nicht treffen lassen. Es lässt sich eben nicht immer eindeutig sagen, wer ist Rassist und wer ist nicht Rassist, wer ist Antisemit und wer ist nur Anti-Juda ist oder wer ist was auch immer, sondern es gibt hier eine Abwägungsfrage. Ja? Und das ist sozusagen die zweite Ebene, die bei uns wichtig war. Wir haben in einem weiteren Schritt danach gefragt, wie schwer ein vermeintlicher oder tatsächlicher Verstoß gegen ethische Prinzipien war. Im Falle Zetkins ging es darum, dass sie als öffentliche Person in verantwortungsvoller Position gesprochen und gehandelt hat. Sie hat sich eben auch nicht einfach nur auf theoretische Diskussionen beschränkt, sondern sie ist durch konkretes Handeln in Erscheinung getreten, das eben im Widerspruch zu rechtsstaatlichen und zu freiheitlich-demokratischen Prinzipien stand, insbesondere bei diesem Prozess 1922 in der Sowjetunion. Da kommen wir ja gleich. Das ist ein eigener Punkt. Und die dritte Ebene, die für uns eine wichtige Rolle gespielt hat, jetzt kommen wir nochmal auf Eberhard und Ulrich und andere zu sprechen, ist die Frage der Nähe bzw. der Distanz zur Gegenwart. Wie wir an der heutigen Diskussion sehr gut sehen können, ist die Biografie Zetkins ein Gegenstand, der nach wie vor die Gemüter erregt, ja? Und über den nach wie vor intensiv gestritten wird. Und zwar nicht nur historisch gestritten wird, denn da ist sie nach wie vor eben auch umstritten, sondern eben auch politisch gestritten wird. Es werden also Deutungskämpfe über diese Biografie ausgefochten. Es ist eine Geschichte, wenn man das so sagen kann, die noch raucht. Und es gilt deshalb, mehr als in anderen noch weiter zurückliegenden Fällen zu diskutieren, inwiefern Zetkin eben für aktuelle politische Debatten vereinnahmt werden kann und die Existenz einer nach ihr benannten Straße womöglich als Argument für eine Kritik an rechtsstaatlichen Prinzipien und an demokratischen Freiheitsrechten genutzt werden könnte. Deshalb haben wir diese Straße überprüft. Ja. Cool. Jetzt wollen wir aber Jörn Schüttrumpf endlich mal hören. Herr Schüttrumpf, kurz so die Würdigung von Clara Zetkins Lebensleistung. Und können Sie uns dann so ein bisschen entführen in die Vergangenheit, wie war die politische, soziale Situation in den 1910er, 20er Jahren, in der Clara Zetkin sich engagiert hat? Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich finde solche Diskussionen... ich stelle mich hin. Entschuldigung, der Raum ist nicht so gut. Das ist der beste Raum in Tübingen mit der Akustik. Wunderbar. Ich habe gestern Abend 2 Stunden in Stuttgart geredet. Sehen Sie es mir nach, ich stehe auf. Clara Zetkin hat einiges verursacht in ihrem Leben. Das Erste, was sie nachhaltig verursacht hat, ist, dass sie in die sozialistische, sozialdemokratische Bewegung 1889 die Frauenfrage getragen hat. Clara Zetkin war damals eine Witwe von 32 Jahren mit 2 unmündigen Kindern, 3 und 5 Jahre alt. Ihr Mann war gerade verstorben und sie wusste kaum, wie sie sich im Pariser Exil, dort befand sie sich seit 1882, über Wasser halten sollte. Und da kam August Bebel, der damalige SPD-Vorsitzende, auf sie zu. Sie kannten sich aus Leipzig. Clara Zetkin hatte in Leipzig ihre Ausbildung bekommen bei Auguste Schmidt und sagte, Clara, du kannst doch mehrere Sprachen. Also sie hatte Lehrzulassung für Englisch, Französisch, Italienisch. Und da sie mit einem russischen Mann, also russisch-jüdischen Mann zusammen war, sprach sie Russisch, sie schrieb es aber nicht. Und Clara Zetkin sagte, ja, wenn ich euch helfen kann. Und sie organisierte dann zum 100. Jahrestag des Sturms auf die Bastille in Paris den
Gründungskongress der Sozialistischen Internationale, der sogenannten Zweiten Internationale. Aber das war eine Herrenveranstaltung. Und sie war überhaupt nicht vorgesehen. Und dann, als die Zeit rankam, sagte sie, im Übrigen, ich rede auch. Das hatte die Herren sich nicht so vorgestellt. Aber man konnte schlecht sie jetzt zurückstoßen, weil sie hatte mit allen die Kontakte, sie schrieb in allen Sprachen, sie hatte die Sachen organisiert. Und so trat sie auf diesem Kongress auf und brachte die Frauenfrage in die sozialistische Bewegung, und zwar auf internationaler Ebene. Und aus der armen, kaum über die Runden kommenden Witwe wurde binnen einer Rede einer der Führungsfiguren der Sozialistischen Internationale, die in Paris gegründet wurde. Also das ist sozusagen der bleibende Erfolg von Clara Zetkin. Zweiter Punkt. Zweiter Punkt, es wird immer wieder gesagt, Clara Zetkin und Käthe Duncker hätten in Kopenhagen 1910 die Einführung des Internationalen Frauentages vorgeschlagen. Das ist richtig. Allerdings ist die Idee eine Idee, die aus den USA kam. Die sind schon, diese Auseinandersetzungen sind schon 1908 und 1909 in den USA geführt worden. Da gab es spezielle Vorfälle und dann haben Frauen sich gewehrt und haben gesagt, wir brauchen unseren eigenen Frauentag. Insofern, aber was Europa betrifft, ist die Zetkin und die oft vergessene Käthe Duncker, sie beide haben das eingebracht. Wenn ich jetzt gerade Duncker und Zetkin erwähne, also auch Käthe Duncker hat hier lange in Stuttgart gewohnt, bevor sie nach Berlin ging, Clara Zetkin war eine grauenvolle Chefin. Also sie hat die Gleichheit, also die Zeitschrift der Sozialdemokratie, die Frauenzeitschrift, von 1892 bis 1917, bis man sie aus der SPD rausschmiss, als Herausgeberin und als Chefredakteurin geleitet. Sie hat mit einer 2000er Auflage 1892 begonnen und hatte dann 1914 eine Auflage von 125.000. Es gibt keine linke Zeitschrift bis heute, die auch nur annähernd an solche Zahlen gekommen wäre. Clara Zetkin hatte aber, sie war keine ausgebildete Journalistin, sie war eine ausgebildete Lehrerin, Volksschullehrerin und Sprachlehrerin. Und sie hatte, wie viele Chefredakteure, das auch heute noch haben, einen Kontrollwahn, kann man nennen. Also sie war der Meinung, sie muss alles kontrollieren und sie darf alles umschreiben. Und es hielt keine Frau bei ihr länger als ein Jahr aus. Auch Käthe Duncker hat ihr nach einem Jahr gesagt, Clara, es geht nicht und ich ziehe jetzt nach Berlin. Trotzdem haben sie den Frauentag zusammen 1910, obwohl sie sich wirklich verknatscht hatten. Und das konnten auch beide sein. So, und Clara Zetkin, ein dritter Punkt ist, wir haben, glaube ich, gerade Krieg in Europa. Clara Zetkin gehört zu den wenigen Sozialdemokraten, die, das schreibt auch die, steht auch im Gutachten, die sich gegen den Krieg engagiert hat, wobei man eins sagen muss, kann ich das mal bekommen, dieses Gerät? Das wäre nett. Wobei man sagen muss, ich habe jetzt hier verschiedenste Sachen, die wir heute hier küsst, also ich habe verschiedenes Material mitgebracht, je nachdem, welche Fragen gerade kommen. Am 4. August wird im Reichstag die, August also 14, wird im Reichstag die Kriegskredite werden beschlossen und Rosa Luxemburg will sich das Leben nehmen als Fanal dagegen und es sind Gott sei Dank ein paar Leute in der Wohnung in Friedenau und sagen, Rosa, lass es sein, das interessiert keinen. Sie versteht das dann auch und am nächsten Tag werden über 230 linke Funktionäre in der SPD mit Telegrammen beglückt. Ein einziger antwortet, das ist Clara Zetkin, und sagt, wir können jetzt nicht protestieren. Die Massen sind alle durchgedreht.
wir müssen uns den breitesten Zusammenhang mit den Massen sichern. Da ist es einer der wenigen Punkte. Normalerweise waren Zetkin und Luxemburg immer alles zusammen gemacht. Aber in dem Punkt war die Zetkin politisch wesentlich klüger. Sie hat trotzdem an die Kriegsarbeit keinen Zweifel gelassen. Sie hat ja dann auch 1915 hier in Württemberg mehrere Monate im Knast gesessen unter ziemlich unwürdigen Bedingungen. Und das Einzige, wozu Clara Zetkin bereit ist, das ist dann am 10. September, das erscheint in der Schweiz, in Deutschland hatten wir Belagerungszustand, da durften so eine Texte nicht erscheinen. Da wird darauf hingewiesen, dass der SPD-Parteivorstand in den neutralen Ländern, da oben diese beiden Herren, die kursiv geschrieben sind, rumschickt und die erklären dann in der Schweiz und in Italien und in den Niederlanden, dass selbstverständlich die SPD nur deshalb zugestimmt hat, weil es nicht gegen Russland, sondern gegen den Zarismus geht. So wie das schon Karl Marx 1848 gefordert hat. Und daraufhin schreiben diese vier, Liebknecht, Luxemburg, Mehring und Zetkin, dass sie diesen Standpunkt nicht teilen, dass sie aber aufgrund des Belagerungszustandes vorläufig es ihnen unmöglich ist, ihre Auffassung öffentlich zu vertreten. Trotzdem hat Clara Zetkin dann hier und Rosa Luxemburg in Berlin und eine Reihe Leute um sie herum haben an die Kriegsarbeit gemacht. Clara Zetkin, das wäre der nächste Punkt, hat entgegen den deutschen Vorgaben es geschafft, im Frühjahr 1915, da waren die Herren alle überhaupt noch nicht in der Lage, miteinander zu reden, weil die schossen ja alle auf sich, aufeinander, da hat sie in Bern eine illegale Frauenkonferenz zusammengebracht mit Frauen aus den kriegführenden Ländern und sie hat es geschafft, obwohl Lenin ihr die Sache zerschießen wollte, der auch anwesend war, der saß im Nachbarraum und schickte immer seine beiden Damen, die Klopskaya und die Kollontai, die dann seinem Auftrag also immer wieder verhindern sollten, dass eine gemeinsame Erklärung abgegeben wird. Da hat sich die Zetkin gegen Lenin durchgesetzt. Und diese Erklärung ist dann von zwei Frauen, Martha Arensee und Toni Sender, nach Deutschland geschmuggelt worden, vervielfältigt worden. Das ist die erste Antikriegsschrift, die hier in Deutschland im Frühjahr 1915 verteilt hatte. Und die hat Clara Zetkin initiiert und sie hat sie gegen die Bolschewiki durchgesetzt. Die Bolschewiki waren allerdings damals eine deutlich bedeutungslosere Gruppe als dann 2,5 Jahre später. Es gibt dann diesen Punkt Wir sind jetzt erst bei den Verdiensten, Herr Schüttrumpf. Okay, dann lassen wir den Prozess, denn weil dazu muss ich dann ein bisschen mehr sagen. Dazu habe ich noch Material mitgebracht. Wir kommen jetzt zum ersten Kritikpunkt. Nein. Also Nein. Nach dem Marsch auf Rom im Herbst 1922 wurde in Italien der Faschismus etabliert. Und die kommunistische Internationale sah darin etwas wie Horthy-Ungarn oder das, was Noske in Deutschland 1919 veranstaltet hatte, dass da etwas völlig Neues im Heranrollen war. Hat eine kranke alte Frau, die einmal blinden war, war zu dem Zeitpunkt hier in Sillenbruch erkannt und sie sprach und las Italienisch. Sie hat die italienische Presse ausgewertet in diesen Monaten und sie hat durchgesetzt, dass auf der erweiterten Exekutivtagung der Kommunistischen Internationale am 20. Juni 1923, also ein halbes Jahr nach dem Marsch auf Rom, sie ein Referat, eine erste Faschismusanalyse vorgenommen hat und dort ruft sie nicht zur proletarischen Revolution und zum Sozialismus auf, sondern sie sagt, wir müssen aufhören, nur um die Seelen der
Proletarier zu kämpfen. Wir müssen um die Seelen der kleinen Mittelbürger, der Kleinbauern und den Intellektuellen. Also ihr geht es um ein großes demokratisches Bündnis, weil sie begreift, und zwar als Einzige, die anderen Kommunisten haben es nicht begriffen, viele haben es ja dann auch nicht überlebt. Sie begreift sehr, sehr schnell das, was hier jetzt auf uns zurollt. Der Faschismus, das ist etwas völlig anderes als die bisherigen Militärdiktaturen. Das ist was völlig anderes als das Deutschland des Belagerungszustandes. Also sie ist die Erste, die sagt, jetzt müssen wir die parlamentarische Demokratie verteidigen gegen den Faschismus. Und dieses wird in der Regel nicht zitiert. Dankeschön. Demokratie war das Stichwort von Ihnen, Herr Schüttrumpf. Wir kommen auch zum ersten Kritikpunkt der Kommission. Herr Grewe, Herr Großmann, Sie sprechen im Bericht von demokratiefeindlichen Äußerungen. Woran machen Sie die fest? Also von Clara Zetkin sind in unterschiedlichsten Texten aus unterschiedlichen Zusammenhängen private, öffentliche Äußerungen überliefert, aus denen klar wird, dass sich ihr Demokratieverständnis in entscheidenden Punkten einerseits von dem der Weimarer Republik, aber vor allem eben auch von dem unserer Gegenwart unterschieden hat. Es ist klar, dass Demokratie kein feststehendes und unwandelbares, unveränderbares Konzept ist, sondern natürlich selbst historisch. Wenn Zetkin von der Demokratie sprach und von ihrer Vollendung sprach, und zwar insbesondere nach 1917, dann ließ sie sich dabei leiten vom Ideal einer Diktatur des Proletariats und vom sowjetischen Vorbild. Und beides stand natürlich im Widerspruch zu individuellen Freiheiten, den Ergebnissen freier Wahlen, der Gewaltenteilung und der Vorstellung von unteilbaren Bürger- und Menschenrechten. Und daraus macht im Übrigen auch Zetkin beispielsweise in der Anklageschrift, die sie dann bei dem Prozess 1922 oder nach dem Prozess veröffentlicht hat, keinen Hehl. Die Kommission hat aber freilich auch festgestellt, dass Zetkins Handeln im Rahmen der parlamentarischen Demokratie der Weimarer Republik trotz ihrer generellen Skepsis oft sehr konstruktiv war, eben von Respekt für die Entscheidung der Wähler und nicht auf eine generelle Blockade des politischen Systems gerichtet war. Und im Abschlussbericht ist deshalb eben auch ganz dezidiert, wo es um die Bewertung geht, von demokratiefeindlichen Äußerungen die Rede und nicht von demokratiefeindlichem Handeln. Aber als hochgradig ambivalent muss die Einstellung Zetkins gegenüber der Demokratie, zumindest in ihrer liberalen parlamentarischen Form, durchaus bezeichnet werden. Vielen Dank. Herr Schüttrumpf, Sie haben sich wahrscheinlich den Bericht über Clara Zetkin auch durchgelesen. Vielleicht die erste Frage. Sind Sie mit der Literatur zufrieden? Das ist ja mal das, worauf dann Wissenschaftler gucken. Was haben die denn für Literatur genommen? Das ist eine gemeine Frage, weil die Kriegsbriefe, die wir herausgegeben haben und die Originalquellen sind, sind nicht einbezogen worden. Nun steht da nicht so fürchterlich viel Aufregendes drin, das hatte ich vorhin schon erzählt. Wir sind jetzt fast fertig, dafür kann die Kommission nichts. Dass wir jetzt erst den zweiten Band im September vorlegen werden, da sind die wirklich heißen Briefe von Ende 1819 bis Ende 1823, also die Revolutionsbriefe, und dort haben sich für uns viele Überraschungen aufgetan. Also wir haben alles jetzt kollationiert, es wird ein dicker Band mit sehr interessanten, der kommt Ende September. Das Problem mit der Demokratiefeindlichkeit. Demokratiefeindliche Äußerung, steht so. Ja, demokratiefeindlich. Wie hat es denn Clara Zetkin mit der Demokratie gehalten? Das versuche ich Ihnen gerade zu erklären. Ja, gut. Das versuche ich gerade zu erklären. Wenn Sie Clara Zetkin sagen, können Sie auch Rosa Luxemburg sagen, und wenn Sie Rosa Luxemburg sagen, können Sie auch Levi sagen. Zetkin und Levi waren sehr eng miteinander, wobei Trotzki nicht ganz zu Unrecht sagte, dass die Zetkin gar keine eigenen Inhalte hatte, die hat sie sich mal bei der Luxemburg geholt. Ihr wollt uns das hier angucken. Vor 100 Jahren war also in der Linken, und nicht nur in der Linken, noch relativ selbstverständlich, dass man zwischen Staatsformen unterscheidet und zwischen einer dominanten Klasse. Im Kapitalismus ist es das
der Doppelcharakter der Ware, also es wird Mehrwert und Gebrauchswert produziert und der Mehrwert ist das Ziel der Produktion, nicht der Gebrauchswert. Und die Vertreter, sozusagen die Nutznießer der Mehrwertproduktion, sind dann die Bourgeoisie. Und deshalb sprach man völlig selbstverständlich von einer Diktatur der Bourgeoisie, aber wusste sehr wohl zu unterscheiden, ob es eine parlamentarische Demokratie ist, in der diese Diktatur realisiert wird, oder ob es eine Militärdiktatur wie im Ersten Weltkrieg, oder ob es dann ein Faschismus war, wie es dann später war. Levi hat das sehr schön an den Russen 1921 kritisiert, und das war aber damals noch selbstverständlich, das ist heute aber offensichtlich auch historisch gar nicht mehr klar, dass es möglich ist, was in Europa der Bourgeoisie möglich ist, bei Diktatur die Demokratie zu halten, das muss theoretisch auch in einem Lande möglich sein, das ging jetzt gegen Lenin und gegen Russland, weil hier die Zahl nicht gegen, sondern für das Herrschaftssystem ist. Das ist eine Demokratie mit der Mehrzahl, nicht gegen die Mehrzahl. Praktisch aber, und die Praxis war bei Lehre, haben die Bolschewiken stets Diktatur und Aufhebung der Demokratie für identisch gehalten. Und diese Ausschließlichkeit, die verdanken wir zum einen Lenin, der meinte, also wenn wir eine Demokratie haben wollen, dann haben wir keine Diktatur. Und das Gleiche erzählte dann von der anderen Seite her, zumindest ab 1917 Karl Kautsky, der aber in den 90er Jahren noch diese Position veröffentlicht hatte, der seine eigenen Ansichten vergessen hat. Und deshalb ist also diese Entgegensetzung, und die Zetkin hat natürlich sich für einen Ausbau der Demokratie, der freiheitlichen Rechte, ich meine, die Frau war während des Sozialistengesetzes im Exil, die kommt hier erst 1892 nach Stuttgart und sie, das kann man als Antidemokratie jetzt werten, sie setzt sich dann seit 1889 öffentlich und dann ab 1892 auch schriftlich für die Gleichberechtigung der anderen Hälfte der Menschheit ein. Ob das antidemokratisch ist, muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Und sie ist nicht nur im Parlament 1919 hier in Württemberg, sie ist überhaupt die erste Frau, die in einem deutschen Parlament eine Rede hält. Und das ist 14 Tage, nachdem ihre Freundin und ihr Freund Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg gemeuchelt wurden. So edel war die Weimarer Republik und vor allem die Justiz und das Militär nun wahrlich nicht, dass es sozusagen über jeglicher Kritik stand. Und Clara Zetkin hatte heftige Kritik, nicht an der Verfassung vom 11. August 1919, sondern an der gelebten Praxis. Wenn das antidemokratisch ist, okay. Zum Prozess darf ich es immer noch nicht sagen? Nein, da okay. Kommen wir gleich zu. Wir dürfen, Sie sind nicht einverstanden? Wir dürfen aber trotzdem noch was einwenden. Sie sind nicht einverstanden. Also wir wollen ja ein Gespräch. Genau, aber ich finde trotzdem sozusagen die Figur, mit der Sie das eingeführt haben, ein bisschen problematisch, denn Sie haben gesagt, Zetkin ist gleich Luxemburg, ist gleich Levi. Und das mag stimmen bis 1917 und bis zur Ermordung Luxemburgs. Und was macht Zetkin danach? Sie haben jetzt Beispiele genannt aus dem 19. Jahrhundert und aus der Zeit bis dahin. Das ist gut. Deshalb weise ich ja darauf hin. Dann ist gut, wenn wir dazu auch noch was hören. Ja. Aber danach unterstützt sie das, was in der Sowjetunion passiert. Genau das, was Levi, wenn Sie nochmal zurückmachen, auf dieser Folie eben kritisiert. Ja? Also insofern sollten wir auch den Wandel in der Biografie genau in den Blick nehmen. Bei der Demokratie gerade, ja. Herr Schüttrung, Sie haben gerade das Exil angesprochen. Sie musste ja nach Zürich zuerst und dann nach Paris. Und im Abschlussbericht steht das so ganz nett, aufgrund des Sozialistengesetzes Umzug nach Zürich. Ja. Gut. Das ist richtig. Naja, aber sie also konnte ja hier nichts machen. Ihr Mann ist 1880 ausgewiesen worden und sie ist 2 Jahre später freiwillig ins Exil hinterhergegangen. Weil sie der Meinung war, dass sie mit diesem Mann zusammenleben will. Mit dem hat sie ja dann auch 2 Kinder in die Welt gesetzt im Pariser Exil. Nur dass der dann an TB sehr schnell verschieden ist.
Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wir sind noch bei den antidemokratischen Äußerungen oder demokratiefeindlichen Äußerungen. Ja, was sucht sich denn jetzt gerade? Da würde mich interessieren, also, hat denn Frau Zetkin demokratiefeindliche Äußerungen in dem Sinne gemacht, dass sie zur Gewalt aufgerufen hat? Frau Zetkin hat... Da ist sie wiederum mit der Luxemburg auf einer Ebene. Da ist sie wieder mit der Luxemburg und mit Levi auf einer Ebene. Sie hat Putschismus, Gewalt abgelehnt. Sie tritt am 28. Februar 1921 als Mitglied der KPD-Zentrale zusammen mit Paul Levi und den vergessenen Ernst Däumig, aber Vorfahren und Otto Braas wegen des Drucks der Russen, dass man in Deutschland jetzt zur Gewalt greifen muss, weil man hatte ja gerade Ende 1920 die kleine KPD mit dem Mehrheitsflügel der USPD vereinigt und die Russen waren der Meinung, jetzt hauen wir mal in Deutschland auf die Pauke. Und da tritt die Zetkin als Antidemokratin zurück und sagt, nee, so eine Politik mit mir nicht. Und das Gleiche sagt Levi, und da sind sie sich noch alles einig bis Sommer 21. Ich komme dann nachher ausführlich darauf, was dann passiert. Und nachdem die zurückgetreten sind, wird eine sogenannte linksradikale Zentrale gewählt und die löst dann zu Ostern 1921 den mitteldeutschen Aufstand aus, der in einer Katastrophe und in Blut und Gewalt und tausenden Jahren Zuchthaus endet. Damit hat aber Zetkin nichts zu tun. Sie hat genau vor dieser Politik gewarnt und hat gesagt, lasst uns bitte im Rahmen dieser Republik für den Sozialismus kämpfen. Und hat persönliche Konsequenzen gezogen. Ja, aber okay, wir kommen dann am besten bald zu dem Prozess. Können Sie da mitgehen, Herr Großhans? Gewalt hat Sie abgelehnt? Ja, absolut. Kein Widerspruch. Gut. Dann kommen wir zum zweiten Kritikpunkt. Mitwirkung an Justizverbrechen. Können Sie uns das erläutern, Herr Großmann, Herr Griesen? Was war da los? Also das ist der Aspekt, mit dem wir uns besonders intensiv auseinandergesetzt haben. Es geht um den Prozess gegen die sogenannten Sozialrevolutionäre. Ich kann mich auch gerne hinstellen. Den Prozess gegen die sogenannten Sozialrevolutionäre, der in Moskau 1922 stattgefunden hat. Dass es sich dabei um einen politisch motivierten Schauprozess handelte, der keinen rechtsstaatlichen Grundsätzen entsprach. Das ist in der Forschung unumstritten. Die Angeklagten wurden zur Todesstrafe verurteilt, deren Vollstreckung allerdings ausgesetzt wurde. Man muss aber dazu sagen, nicht aus reiner Menschenliebe, sondern deshalb, weil die Gefangenen als Geißeln für den Fall künftiger Anschläge zurückgehalten werden sollen. Und Zetkin ist im Zuge dieses Prozesses als Anklägerin im Namen der Kommunistischen Internationale aufgetreten. Sie hat sich insofern instrumentalisieren lassen durch die damalige bolschewistische Führung der Sowjetunion, die sich in den Jahren zuvor eben, und das ist der Kontext, eine alleinige Machtposition nicht erarbeitet hat, sondern sich an diese Macht geputscht hat, die durch freie Wahlen legitimierten vormaligen Verbündeten, jetzigen politischen Gegner wie die Menschewiki, aber eben auch die sogenannten Sozialrevolutionäre, tatsächlich handelt es sich dabei um eine sehr breite Palette von Akteuren, mit gewaltsamen Mitteln bekämpft hat. Und insofern muss sich Zetkin für diesen Fall vorwerfen lassen, doch als Feigenblatt gedient zu haben mit ihrem Auftritt, um internationale Anerkennung für diesen Prozess zu suggerieren. Zetkin hat sich aber in diesem Prozess nicht nur solidarisch mit dem Urteil des obersten Revolutionsgerichts erklärt, das eben schließlich auf Todesstrafe lautete, sondern sie hat auch dezidiert gerechtfertigt, dass eben rechtsstaatliche Prinzipien in diesem Verfahren außer Kraft gesetzt waren. Und sie verwahrte sich dagegen den, und jetzt zitiere ich, Spruch des obersten Revolutionsgerichts an der Elle bürgerlichen Rechts, bürgerlicher Juristerei messen zu wollen. Denn, nochmal ein wörtliches Zitat, das oberste Recht und Gesetz der Revolution aber ist die Verteidigung, ist der Schutz der Revolution, ist die Sicherung ihrer Existenz und ihres Fortschreitens bis zum siegreichen Ende. Feinde des Weltproletariats niederzuschlagen, Feinde der Weltrevolution unschädlich zu machen, das war die Aufgabe, das Ziel des Prozesses gegen die Sozialrevolutionäre. Er darf daher von vornherein nicht als ein lediglich juristischer Handel betrachtet werden.
Die Kommission hat durchaus anerkannt, dass Zetkin sich mit anderen gegen eine Vollstreckung dieser Todesstrafe ausgesprochen hat. Das kann, wie ich aber erläutert habe, nicht unbedingt als eine humanitäre Geste verstanden werden, wenngleich die Kommission darüber auch gesprochen hat und der Meinung war, dass womöglich, ohne dass sie das explizit ausgesprochen hat, durchaus auch ihr humanistisches Weltbild sozusagen da im Hintergrund eine wichtige Rolle gespielt hat. Zetkin selbst hat sich aber im Übrigen dezidiert gegen diesen Eindruck verwahrt und an ihrer prinzipiellen Mitwirkung an Justizverbrechen dieses Schauprozesses ändert das eben auch nichts, dass sie sich dann während des Prozesses und dann vor allem danach dafür eingesetzt hat, diese Todesurteile nicht zu vollstrecken. Okay. Ja, jetzt muss ich doch ein bisschen länger ausholen. Es tut mir leid, weil das, was ich Ihnen jetzt präsentiere, habe ich wohl mal geschrieben und veröffentlicht, ist aber wohl nicht gelesen worden. Der mitteldeutsche Aufstand im März 1921 sieht Clara Zetkin außerhalb der Führung der KPD. Paul Levy, mit dem sie zusammen diese Partei bis dahin geführt hatte, schreibt eine Broschüre im April 1921, für die wird er aus der Partei ausgeschlossen. Die nächste, die vor dem Ausschluss steht, ist Clara Zetkin. Aber Lenin setzt durch, dass die Zetkin, anders als Levy, im Juni 1921 nach Moskau zum dritten Weltkongress der Kommunistischen Internationale, wo die deutsche Delegation aus den Verteidigern des mitteldeutschen Aufstandes besteht, plus Clara Zetkin. Zetkin ist alleine. Und die Levy schreibt im Juli 21 an einen bulgarischen Genossen: Clara ist immer noch bei unserer Gruppe. Ich habe erst in diesen Tagen Nachricht bekommen. Sie wird demnächst hier sein. Da ist die Zetkin die einzige, die sich dezidiert auf diesem Kongress gegen die Putschtaktik stellt. Lenin schwankt und der andere, der sich wirklich auf ihre Seite stellt, ist Trotzki. Alle anderen schwanken oder wollen diese Putschtaktik haben. Es wird dann ein ganz weicher Kompromiss, dem die Zetkin nicht zustimmt, geschlossen. Aber die Zetkin weiß, dass ihre Tage bei den Kommunisten beendet sind. Und sie ist noch in der Lage zu laufen 1921. Sie ist einmal blinden. Sie kann kaum noch schreiben, weil sie drei misslungene Handoperationen hat. Diese Frau hat ab 1889 immer in der ersten Reihe der Sozialistischen Internationale gekämpft. Und sie weiß, sie kann zurück in die SPD, sie weiß, sie kann zurück in die USPD, die es ja damals auch noch gab, aber sie wird keine Rolle mehr spielen. Und die einzige Möglichkeit, die sie noch sieht, ist, dass sie versucht, ihrem Ausschluss aus der KPD dadurch zu entgehen, dass sie sich zu Lenin bekennt, den sie übrigens bis 1917 wegen ganz anderer Geschichten, da ging es um ein Erbe, wo sie Treuhänderin war und Lenin versuchte, alle zu bescheißen und so. Naja, wie immer. Und schreibt sie dann auf der Rückfahrt von Moskau am 29. Juli an ihren ältesten Sohn: Ich komme in eine schwere Situation. Werde ich ihr genügen können? Nun, wenn ich das Unmögliche will, werde ich vielleicht das Mögliche machen. Sei ja. Sie weiß, dass wenn sie zu den Bolschewiki übergeht, sie ist nie Bolschewistin gewesen, dann wird sie es mit allen Konsequenzen tun müssen. Es gibt kein Halbschwang. Und das ist die Situation. Sie versucht dann vor sich selbst, also das kommt aus den Briefen, die wir jetzt mühselig entziffert haben, immer wieder sozusagen zu begründen, sie kann noch was tun, sie kann das Schlimmste verhindern, weil sie sieht sozusagen diese Kommunistische Internationale in eine Ecke rutschen, vor allem unter der Führung von Sinowjew, die sie als fürchterlich
betrachtet. Es wird ein bürokratisches, putschendes Monster. Und sie meint, sie könne, wenn sie sich führend engagiere, dort etwas retten. Das ist natürlich eine Selbstüberschätzung gewesen. Und das Problem ist, wenn man sich in Dreck hineinbegibt, macht man sich schmutzig. Und das ist immer so. Und dann kommt der Bruch mit Levy und jetzt kommt der Prozess gegen die Sozialrevolutionäre. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist, dass im Spätsommer 1920 die Bolschewiki den Bürgerkrieg gewonnen haben, dass sie dann Bauernaufstände, die Bauern haben sie bis dahin unterstützt, aber nachdem sie weiterhin ihr Getreide umsonst abgeben sollen, kommt es zu massiven Bauernaufständen 1920-21 und gleichzeitig verlieren die Bolschewiki ihre bisherige Basis, nämlich die Arbeiterschaft, die ja ohnehin nicht sehr groß war, und das kulminiert im sogenannten Kronstädter Aufstand, der blutigst niedergeschlagen wird. Bolschewiki begreifen, oder Lenin begreift, dass das alles nichts hilft, sondern dass man nicht zu einem rechtsstaatlichen System wird kommen können unter bolschewistischer Herrschaft. Und 8 Tage vor seinem Herzinfarkt schreibt er, ersten Schlaganfall, Entschuldigung, schreibt er am 17. Mai an den Volkskommissar für Justiz, dass er für das Strafgesetzbuch, was jetzt in Kraft gesetzt werden soll, einen Paragraphen verlangt, der den Terror rechtfertigt, seine Notwendigkeit und seine Grenzen motiviert. Das Gericht soll den Terror nicht beseitigen, sondern gesetzlich verankern. Und das passiert. Am 1. Juni wird das Gesetzbuch, Strafgesetzbuch Sowjetrusslands damals ja noch, Sowjetunion gab es noch nicht, Kraft gesetzt. Und auf dieser Grundlage werden die seit 1921 gefangen gehaltenen Sozialistenrevolutionäre, die man abschätzig Sozialrevolutionäre nannte, wird ein Schauprozess vorbereitet. Und da hat die Zetkin jetzt 2-3 Möglichkeiten. Die erste ist, sie bricht mit den Bolschewiki. Zetkin war immer gegen die Todesstrafe. Alle Linken waren gegen die Todesstrafe und im Zarismus. Im Ersten Weltkrieg, das war Bürgerkrieg, sagten sie, okay, da werden von beiden Seiten Sauereien begangen. Bürgerkriege haben andere Spielregeln. Das ist leider Gottes bis heute so. Aber auch Zetkin hat sich nie an einem Bürgerkrieg beteiligt, mit keinem Missverständnis. Sie kann also 3 Sachen. Entweder sie bricht, wenn sie ihr internationales Ansehen, was sie ja immer noch hat, zu dem Zeitpunkt mit dem Bolschewiki, dann ist sie politisch für den Rest ihres Lebens völlig einflusslos. Das will sie nicht. Das Zweite ist, sie kann auf Reisen gehen. Sie ist ja Chefin der Kontrollkommission der Kommunistischen Internationale, was oft vergessen wird. Also sie hat in der Zeit tatsächlich eine Machtposition gegenüber den einzelnen Parteien. Ihr Ansehen geht dahin, weil sie zu dem Ganzen schweigt. Das hätte sie auch machen können. Und der dritte, und das ist die Option, die sie wählt, ist, dass sie sagt, ich gehe da rein. Ich mache die Anklage, um zu verhindern, dass es zu Todesstrafe kommt. Und sie spielt ein doppeltes Spiel. Und sie schreibt am 29. Juli, sie hat nicht nur verhindert, dass die Todesstrafen verwirklicht worden sind. Sie schreibt am 29. Juli 1922 zusammen mit dem damaligen Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Deutschlands, Heinrich Brandler, der immer zwischen Putsch und Nichtputsch schwankte, an das ZK der russischen Kommunisten und bittet darum, keine Todesurteile zu fällen. Also es ist ein bisschen schlecht zu sehen, also wer um das Leben Dritter mit Henkern verhandeln will, muss deren Sprache benutzen. Eine andere Sprache und eine andere Logik verstehen Henker nicht. Der ganze Brief ist, hier ist das Original, ich habe Ihnen auch Kopien mitgebracht, und am nächsten Tag wird dieser Brief ins Russische übersetzt, Moskau, der 30. Juni, und die Kollegen, die da zur Übersetzung geben, wissen ganz genau, was da drin steht. Bei Zetkin ist kein Vermerk vertraulich. Bei den Russen steht links oben Sekretno. Da
geheim. Und am 7. und 8. August 1922 wird trotzdem die Todesstrafen, 15 Todesstrafen, verhängt. Das ist bei Lenin, hat das offensichtlich was mit dem Krankheitsverlauf zu tun. Lenin entscheidet sich gegen die Todesstrafen und die Zetkin kann mit Ernst Mayr, einem anderen führenden deutschen Kommunisten, Brandtler, die Verwirklichung der Todesstrafen durchsetzen. Sie ist natürlich international ruiniert, aber das wäre sie im Falle, wenn sie sich nicht beteiligt hätte, dann hätte es die Todesstrafen mit Sicherheit gegeben, dann wären sie auch durchgezogen worden. Das ist sozusagen der wirkliche Zusammenhang. An dem haben wir allerdings auch lange rumforschen müssen und wir werden das jetzt alles sehr ausführlich dann in diesem Band darstellen und mit Material jeweils unterfüttern. Das sind jetzt Zwischenfrage ganz neue Belege? Das sind jetzt neue Belege, die wir jetzt alle, zum Teil aus Moskau geholt haben und unsere russischen Freunde in Anführungsstrichen. Sie haben uns wieder betrogen, wir haben wieder Kopien bezahlt, die wir zum Teil nicht bekommen haben, aber das Material haben wir jetzt. Konnten Sie das prüfen? Ist das echt? Das Material ist echt. Also wir haben mit den russischen Archiven die absurdesten Erfahrungen gemacht in den vergangenen 30 Jahren, aber eine Erfahrung haben wir nicht, dass sie uns gefälschte Dokumente gegeben. Das ist, und es ist auch mir bisher, die Amerikaner sind ja nach 1991 massiv mit ganzen Historikerheeren nach Moskau gezogen und mir ist nicht ein einziger Fall bekannt, dass sie Fälschungen gegeben haben. Was sie haben, sie belügen dich regelmäßig. Also wir haben jetzt zum Beispiel kurz vor dem Kriegsbeginn noch den zweiten Fond, also die zweite Sammlung Rosa Luxemburgs Schriften bekommen, also die Kopien bekommen, von denen sie uns 50 Jahre erzählt haben, die gibt es gar nicht. Darf ich fragen? Ja, gut, vielen Dank. Herr Grebe, Herr Großmann, ist es eine neue Situation für Sie? Großmann. Also. Ah, Herr Großmann. Ja, nee, aber. Entschuldigung. Nee, ganz, ganz grundsätzlich. Vieles, also war bekannt, also man wusste ihr Engagement. Ins Publikum sprechen. Ja, man wusste. Ja, gut. Ja. Nee, also ich glaube, so bin ich zu verstehen, oder? Ja. Gut. Wir wussten um das Engagement von Clara Zetkin gegen die Todesstrafe. Wir wussten, dass sie in einer politisch sehr heiklen Situation war. Wir wussten, dass auch von verschiedensten Seiten auf sie Druck ausgeübt wurde. Das ist völlig unbestritten. Die Frage, und da müssen wir jetzt tatsächlich ein bisschen genauer hingucken. Man musste zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, schon damit rechnen, dass ein solcher Prozess mit der Todesstrafe für die Leute so ausgeht. Er sollte. Ja, genau. Das ist das erklärte Ziel und alles läuft darauf hin. Und wenn ich mich an diesem Prozess beteilige als Ankläger und ich weiß, ob ich das verhindern, nehme ich eine tragende Rolle in diesem Schauprozess ein. Und ich glaube, da haben wir keinen Dissens. Völlig klar. Genau, ist völlig klar. Die Motivation und das, was wir über die, sozusagen, warum Zetkin das getan hat, das kennen wir nur aus ihren Selbstaussagen. Und da bitte ich, und ich bitte das jetzt nicht misszuverstehen, ich mache jetzt eine Analogie und ich möchte damit niemand auf die gleiche Stufe stellen. Ist schon klar. Aber wir kennen diese Form von Selbstaussagen aus den, auch aus Persilschein nach 1945, die Befragung. Und alle bringen dann Briefe an und zeigen, dass sie damals doch nicht mit einverstanden war. Das ist auch eine Form, Dinge auszuhalten, die man vor sich selbst kaum verantworten kann. Aber was bleibt, und das ist eben der Punkt, was bleibt, ist eine Beteiligung an einem politischen Prozess, der für die Verurteilten bei äußerst fragwürdiger Beweislage, was für die Verurteilten nicht nur die Todesstrafe zur Folge haben konnte, sondern tatsächlich auch eine sehr, sehr lange Haftstrafe zur Folge hatte. Und das kann ich in diesem System nicht anders als ein Justizverbrechen sehen. Und deshalb, das ist der Punkt, weshalb wir der Auffassung waren, da muss ein Knoten hin.
Und zwar, weil das wirklich problematisch ist. Das ist alles. Herr Schüttrumpf, ich glaube, Sie sehen das anders. Nein, ich sehe das überhaupt nicht anders. Selbstverständlich ist es ein Justizverbrechen. Kurt Kersten hat 1925 dieses Protokoll veröffentlicht, also nicht das Protokoll, aus dem Protokoll heraus so eine Broschüre gemacht. Unterdessen haben die Russen alle Papiere, soweit sie sie gefunden haben, aufs Netz gelegt. Da sind viele hundert Seiten russisch, aber da sind auch die ganzen Protestbriefe, haben ja alle sozialistischen Parteien Westeuropas, haben ja ihre Proteste nach Moskau geschickt. Und die Zetkin hat sich an diesem Justizverbrechen, es hat, gab überhaupt keine Beweise, denn man hat griff da auf die alten Attentate von 1918 zurück, ausgerechnet gegen die deutschen Generäle. Das war ein Schauprozess, man wollte die jegliche Gegner einschüchtern. Ist parallel dazu finden die Philosophenschiffe statt. Also es waren 1921 eine Reihe von führenden Intellektuellen in Sowjetrussland verhaftet worden und eigentlich wollte Trotzki sie erschießen lassen. Nur Friedrich Nansen, der Arktisforscher, hatte dann eine internationale Kampagne gemacht und die sind dann nicht erschossen worden, sondern, und das war eine Idee von Lenin, die ja parallel, zwei Tage nachdem er die Wiedereinführung der Todesstrafe, das hatte ich vorhin vergessen zu sagen, also das Strafgesetzbuch vom 1. Juni 1922 bedeutete die Wiedereinführung der Todesstrafe, die nach dem Bürgerkrieg abgeschafft worden war. Also es war Terror von vornherein. Diese Leute sind nicht umgebracht worden, sie sind nur sie sind ins Exil mit ihren Familien gefahren worden. Sind mindestens, also nachweisen können wir 5 Dampfer, wahrscheinlich wären es noch ein paar mehr gewesen. Also wir können namentlich 224 Leute, also Persönlichkeiten plus den Familien nachweisen. Es ist ein Vorgang, der Terrorprozess gegen die Sozialistenrevolutionäre, mit denen sozusagen jegliche Opposition nach innen und gleichzeitig die Exilierung von selbstständig denkenden Schriftstellern, Ärzten, Professoren und damit hatte Zetkin nichts zu tun. Trotzki kommentierte es dann da mit, wir haben diese Leute ausgewiesen, da es keinen Anlass gab, sie zu erschießen, aber sie noch länger zu ertragen, war unmöglich. So, und er hat dann auch noch den Zynismus zu sagen, es handelte sich dabei um vorausschauende Humanität. Damit hatte dann Zetkin Ordnung wirklich nichts zu tun. Was die Zetkin aber gemacht hat, und sie hat das natürlich verteidigt, nachdem sie sich für die Teilnahme um Todesstrafen zu verhindern, oder die Verwirklichung, also sie wollte ja die Strafen schon verhindern, entschieden hatte, wusste sie, dass sie sich nirgends mehr sehen lassen kann. Ja, und es, wir haben hier zum Beispiel noch, finden wir sie jetzt hier, das ist 1919, da ist sie schon zur KPD übergetreten, das sind noch mit 2 führende USPD-Frauen vorm Reichstag. Diese Bilder waren natürlich ab 1922 nicht mehr möglich, also die Zetkin war natürlich überall unten durch. Und, aber sie wusste, sie würde es so oder so sein, dann sahen die Bilder so aus, das ist dann im November 1922 die Eröffnung des 4. Weltkongresses in Moskau. Da ist sie schon eine schwer gezeichnete Frau, kann kaum noch gucken. In der Mitte ist Sinowjew, daneben ist Thalheimer, hier aus Württemberg. Und hier vorne ist der Rat, den will ich jetzt nicht erklären. Dankeschön. Aber wie sicher war denn das, Herr Schüttrumpf, dass Sie die Todesstrafe verhindern konnten? Das war überhaupt nicht sicher. Die Frau konnte sich aussuchen, entweder sie schweigt oder sie geht, was sie nicht mehr wollte und nicht mehr konnte, physisch nicht mehr konnte. Oder aber sie unternimmt vor sich den Versuch. Und sie wusste aber, nach außen wird sie sich immer da vorstellen müssen. Und sie wusste, sie hat ihr politisches Leben als Frauenkämpferin, also als Kämpferin für Frauenrechte, weit, weit über den engen sozialistischen Zirkel hinaus beendet. Und das, sie hatte jetzt nur noch die Kommunisten um sich und dort hat man sie dann 1924, 1925
zeitweise kalt gestellt, dann wird sie nochmal wieder hervorgeholt und dann am Ende wird sie dann 28, 29 völlig entmachtet und Stalin, der bis 29 Jahre nach und nach alle Konkurrenten in den Bolschewiki ausgeschaltet hatte, hatte nur noch eine, die wagte ihm zu widersprechen, und das war Clara Zetkin. Für ihn war er quasi die alte Hexe. Sie starb rechtzeitig, 1933, und konnte deshalb nicht, wie die anderen, ab 36 ermordet werden. Und nach ihrem Tod am 20. Juni 1933, das war die Ironie der Geschichte, musste Stalin dann auch noch ihre Urne zur Kremlmauer tragen und ihr damit die höhere Weihe vergeben, verleihen. Darauf hätte, glaube ich, Clara Zetkin ganz gut verzichten können. Dankeschön. Eine Frage, Herr Schüttrum. Welche Aktivitäten hat sie denn entwickelt, um die Todesstrafen zu verhindern? Sie hat mit all den Leuten geredet. Sie hat mit Trotzki geredet, sie hat mit Lenin geredet, soweit das möglich war. Sie war dann nach dem zweiten Schlaganfall eine der wenigen, die überhaupt noch Zugang zu Lenin. Lenin wurde ja dann rausgebracht und verdämmert. Er wird dann nochmal im November für ein paar Stunden in die zum KI-Kongress geholt. Achso, man muss noch eins dazu sagen. Die Zetkin war physisch so am Ende, dass sie, wir können nicht beweisen, dass das ihre Anklage von ihr ist, wir können aber auch nicht beweisen, dass sie nicht von ihr ist. Was wir aber wissen ist, sie wurde reingetragen und sie konnte nur eine halbe Stunde reden und dann hat irgendjemand anders diese Anklage verlesen. Also die Berichte, dass sie bei dem Prozess anwesend war, die ganze Zeit, das stimmt alles nicht. Ja, aber es war einfach physisch nicht mehr möglich. Als sie dann ein Jahr später in die Faschismusanalyse im Ecki liest, da wird sie nicht nur reingetragen, da kann sie nicht mehr stehen. Das ist das einzige Mal, dass vor diesem KI-Präsidium jemand im Sitzen geredet hat, aber das war ihr so wichtig, die ist extra deshalb aus Stuttgart angereist, um den Leuten zu sagen, passt auf, der Faschismus wird was ganz anderes. Und aber sie ist außerhalb der kommunistischen Welt, ist sie persona non grata, und das war ihr natürlich klar. Ja, und sie hat bitte? Ja, das war ihr natürlich klar, und es ist ja wirklich erst die Frauenbewegung der 1960er Jahre, die von alledem nichts wusste. Die wussten halt vom Internationalen Frauentag und sie wussten, dass sie gegen den Krieg war, und deshalb ist Clara Zetkin überhaupt hier im Westen wieder zu einem Namen geworden. Also in den 50er Jahren kannte diesen Namen hier kein Mensch. Gut, wenn jetzt Herr Greve oder Herr Großmann nichts erwidern wollen, dann... Doch, wir würden, glaube ich, gerne noch was ganz, erwidern. Ganz kurz, weil wir müssen ich das Publikum auch noch... Ich fand das soweit okay, will nur sozusagen auf einen Punkt nochmal hinweisen, weil Sie sozusagen gesagt haben, Clara Zetkin ist reingegangen, um die Todesstrafe zu verhindern, also sozusagen um Schlimmeres zu verhindern. Aber vorher auch dargestellt haben, dass Clara Zetkin klar war, dass ihr die politische Bedeutungslosigkeit blüht, wenn sie das nicht machen würde. Ja, insofern gilt es hier auch nochmal kritisch zu hinterfragen, was Clara Zetkin selbst darstellt und was tatsächlich ihre wirkliche Motivation dahinter gewesen ist. Ne? Also insofern ein Punkt, der sich auch nicht leicht auflösen lässt. Sie haben das so nett formuliert mit, wer sich in den Dreck begibt, kann schmutzig werden. Man kann auch sagen, muss schmutzig werden, wer mit den Wölfen heult, muss. Ja? Oder in dem Fall sind es halt leider nicht nur Wölfe, sondern es ging tatsächlich um Henker. Ja. So. Völlig d'accord. Das ist doch unstrittig. Natürlich hat die Zetkin, deshalb habe ich ja diesen Übergang im Sommer 21 dargestellt, sie wusste, wenn, dann. Und es gibt, und sie wusste, und ihre, zu ihrer Motivation, also das geht aus den Briefen, die wir haben, doch ziemlich klar hervor. Sie war wirklich der Meinung, was kann ich, schreibt sie immer wieder an ihre, was kann ich noch leisten, was kann ich noch machen, bin ich noch zu irgendetwas nütze. Sie war ja nun wirklich in der letzten Lebensphase und entsprechend ging es ihr. Und sie entscheidet sich,
nicht, weil sie große Ehren brauchte, brauchte die Frau nicht mehr. Außerdem sah sie sie nicht mehr, weil sie blind war. Also es war ihre Vorstellung, dass sie immer noch in der Politik mitmischen kann, dass sie sich dabei völlig überschätzt hat. Das steht außer Zweifel. Und dass sie sich in den Prozess eingebracht hat, um die Todesstrafen zu verhindern, ohne wissen zu können, ob ihr das gelingt, das ist, glaube ich, unstreitig. Aber mir geht es ja nicht, ich bin nicht mit ihr verwandt, ich habe auch nicht erbt von ihr. Mir geht es einfach darum, dass wir versuchen, die Leute in den Widersprüchen ihrer Zeit zu begreifen und nicht mit den Stempeln rumlaufen. Genau. Gut, dann kommen wir jetzt nahtlos zu den Publikumsfragen. Ja, bitte. Oh, genau. Können wir sammeln? Bitte Sie zuerst. Claudia Heid, ich bin Vizepräsidentin der Europäischen Linken. Und muss schon sagen, europaweit sorgt das schon für etwas Erstaunen, wie Tübingen Zetkin würdigt oder eben auch nicht würdigt. Aber worum es mir vor allem geht, ist, haben Sie als Kommission eigentlich gedacht, dass wir keine kritische Biografie schreiben? Da gehört so ein Kapitel der Ihnen, sondern dass es um Straßennamen geht, also eine andere Textgattung. Eine Textgattung, wo es im Prinzip darum geht, würdige ich ein Lebenswerk oder würde ich es nicht? Und ich war in der Kommunalpolitik hier in Tübingen, als die Namen gewählt worden sind für den Herrlesberg. Wir haben jetzt explizit dafür entschieden, Frauennamen wie Bertha von Suttner zum Beispiel zu nehmen, die keineswegs so allgemein bekannt sind, wie wir es gerne hätten. Also vielleicht hier natürlich schon. Aber fragen Sie Schülerinnen und Schüler, ist das keineswegs, oder Käthe Goldwitz, die ja da oben auch verewigt ist. Und die Absicht war, diese Namen in Erinnerung zu behalten, und zwar in diesem Fall als Pazifistin und Frauenrechtlerin. Das ist meiner Meinung nach ihr Hauptverdienst. Die Frauenrechte würden heute anders dastehen, wenn es solche Kämpferin nicht gegeben hätte. Und deswegen einfach erscheint es mir absurd, dass Zetkin einen extra Knoten bekommt, während ein Ebert, der auch eine Straße hat, der explizit Noske eingesetzt hat, in dessen Konsequenz 1200 Menschen niedergeschossen worden sind, ohne jeglichen rechtsstaatlichen Prozess. Und in dieser Ungleichbehandlung habe ich das Gefühl, man beknotet die üblichen Verdächtigen.